We'll be right back.
Hallo, buenos dias, dobry dzień, bienvenue. I don't know more languages. So, it's starting. Today we play World of Tanks. And we raffle some stuff. For example, a coin buff. And the minimum level is for only follower. If you follow, you have level 2. Let's go with the artillery. I hate this map. It's so small. You see the white line? This is the maximum view range. You can look. With maximum view range, you can almost look over the map. This is my actual view range, the green line. This is the render range, the yellow line. Out of the render range, you cannot see tanks. Cannot reach the skies. Dang. This map is so useless when you are arty. Great. Xian Lin, congratulations. Here your coin buff. Critical hit.
Okay, let's try to help here. Boom, critical hit. Five seconds, come on. Boom. Lol. Lol. Come on, Artillerie. I find you. Erik, hello, welcome. Yay, victory! 3 kills! Stufe 1 Deko erhalten, okay. Code. Code, code. Oh wait. This cost 50 gold per. No. Nope, nope, nope.
Ist Kosten 0, okay. Placing Wands kosten 0, 0. Okay. Minimum Level for guessing is 2. Just saying, the bot counts only level 2 and above. Erik, GG! Skinpack, sehr! No, I was watching chat. Dang. Hm.
Okay. Maybe we lose this one. Ja. Hallo, Rio. Nee, sonst ist das ja ein bisschen langweilig, wenn man hier immer nur das Knattern von den Motoren hört. Again, Eric. Congratulations. Ach, da sitzt er schon im Talkroom. Moment. Kuckuck. Hallo. Muss ich die Musik wieder leiser machen? Das verstehe ich nicht. Oh, okay. Ja, im Stream kommt ihr nicht so laut rüber. Ich habe aber auch manchmal Musik, nicht unbedingt solche Musik, aber ja, das ist halt copyright-freie Musik, wo ich keinen Ärger kriege, wenn ich ein VOD hochlade und so. Achso, ja gut. Mach ja gut, kann ich nicht so. Und außerdem habe ich noch einen Mod, der mir Musik einspielt. Und wenn ich jetzt die. Warte mal, Hund, komm da bitte weg. Ja. Guck mich nicht so an, du sollst da wegkommen. Ich hab's heute schon zehnmal gesagt, geh da jetzt weg! Mensch! Schrei den Hund nicht an! Ja, dieser Hund, der macht mich fertig, ey. Ich werd bestimmt auf Twitch gebannt, weil du deinen Hund angeschrien hast. Hast du gehört? Dr. Disrespect wurde gebannt. Ich weiß aber nicht warum. Gehört habe ich, kenne den Dude aber nicht. Ja, ich hab bloß ein, zwei Ausschnitte mal gesehen, ich kenne ihn so weiter auch nicht. So, ich hab's, mein Handy hat mir das gesagt und meinte so, einer der größten Streamer, du hattest so, echt? Noch nie was von dem Typ gehört. Yes, Erik, every tank has his speed and some tanks are very slow and some tanks are very, very fast, but the fast tanks have not much armor. Okay, ja, dann kann ich ja hier rausgehen. Dann wird es uns so nicht mehr. Ich brauche noch eine Runde. Dann drehe ich noch eine Runde. Ich muss erstmal Mods updaten. Das ist halt der Nachteil mit Mods. Die werden so schnell immer wieder geupdatet, dass du teilweise alle zwei Tage updaten. Ja, entfernen, weil da irgendwas. Die habe ich alle schon. Den auch. Muss das machen, bevor das Spiel startet? Also entweder lade ich es so manuell runter oder ich gehe halt ins Spiel rein oder sagt mir dann halt, ob eine neue Version drin ist und was da alles neu gemacht wurde, was rausgenommen wurde, was eingefügt wurde und dann kann ich halt entscheiden, brauche ich es oder brauche ich es nicht. Ist es ein sehr großes WoT-Update gewesen, kann es auch schon mal sein, dass gar keiner der Mods erst greift, bis die Mods dann wieder updaten. Und dann muss ich das auch manuell machen. Hast du auch ein Auto-Aim-Bot drinne und so? Nee, solche Bots nicht. Ich hatte anfangs, benutze ich mittlerweile aber nicht mehr. Hatte ich einen Mod, der ist aber nicht legal oder sowas alles. Also das Modpack, was ich benutze, ist komplett legit.
dass du zum Beispiel halt Schwachstellen siehst und so, die sind dann an den Panzern besonders gekennzeichnet. Das heißt, ich fand es halt anfangs ziemlich gut, weil ich halt keinen Plan hatte, wo bei welchem Panzer so irgendwie sowas wie Munition und so sitzt. Mhm. Weiß ich auch heute noch nicht immer, aber ich kenne die groben Schwachstellen und das reicht mir. Also ein Mod hatte ich damals... genau wissen, wo was ist. Ja, so ein Mod hatte ich damals auch drauf. Da hast du ihn mit einer anderen Farbe gesehen, wenn irgendwo schwächere Panzerung ist, dass du da auch reinschießen kannst, ne? Ich hatte es halt wirklich... das mit Farbe, den gibt es nicht mehr. Ja, ganz früher hatte ich den mal. Ja, ich kenne den noch von früher, ja. Das ist halt so, du hast halt Symbole drauf auf dem Panzer. So wie halt so ein großes Munitionssymbol oder so ein Mannequin für den Commander oder sowas. Hm. Hier, Erik, hier, you can see. Das Problem ist halt auch, dass es für anfangs halt nützlich ist, damit du halt weißt, wo bei einem Panzer überhaupt irgendwo was sitzt, ne? Aber erstens gibt es dann halt Panzer, die komplett anders sind und man fokussiert sich manchmal zu sehr drauf, halt eben diese Module. Hier ist der Speed. Und ignoriert dabei halt einfach, dass das vielleicht gerade für den Panzer, mit dem du gerade spielst, kein Weakpoint ist. Okay. Also habe ich mir angewöhnt. Ich weiß grob, wo die sehr, sehr starken Schwachstellen eines Panzers sind. Und die sind bei den meisten Panzern auch eigentlich immer gleich. Mit der Wanne und so, ja. Und Unterwanne und seitlich vom Heck das Ammo-Rack. Beim OI zum Beispiel oder so kannst du auch gerne mal ein Ammo-Rack im Turm verursachen von hinten. Ist ja genauso, du kannst auch einen Panzer hinten ins Motor schießen und machst den Motor nicht kaputt. So, ich hab schon ein paar Mal welche ins Heck reinbekommen, ich habe auch ein paar Leute schon welche ins Heck reingeknallt. Ja, das ist, wenn du jetzt nicht gerade HE schießt oder so, bei HE ist halt natürlich, hat halt höhere Wahrscheinlichkeit auf Modultreffer, aber mhm. Wenn du normale AP schießt, ne? So, yep. Wie viele 7 Tage noch aktiv? Ja. Statistik. Also online bin ich schon mal. Ich lug nur noch mal kurz einmal meine Statistik rein. Okay. Hier Erik, this jetzt tank, I just hast used it. Abgemeldet? Du bist doch so ein 72 kilometers per hour so in front and when I drive backwards 20 kilometers per hour. Yes. Und zur Artillerie, for example, 56.3 in front and 14 kilometers per hour when I drive backwards. So every tank has its own speed and for example this prototype is very slow, 28. Ja. Musst du nochmal starten oder kann ich dich einladen? Nee, kannst mich einladen. Ich bin nur halt gerade, ich nehme sofort an, wenn ich wieder reingetappt bin. Ja? Ich muss hier nur gerade gucken. Okidoki. Ich habe sogar schon 10.000 Schadenspunkte sogar schon. Und schon. Ja, gestern haben wir ja richtig abgeräumt, was? Ja. Naja, ich meine, bei Tier 9, wenn da als Artillerie triffst, ne, machst du schon mal 500 Schaden und so, ne? Ich hab für die letzten 24 Stunden habe ich eine Winrate von 80%, eine WN7 von 1287 und eine WN8 von 1339. Also im dunkelgrünen Bereich, im guten Bereich. Siehst du dann deinen Mods oder was? Nee, das kannst du tatsächlich auch sehen. Es gibt so Seiten wie, ich schick dir das mal. Das ist jetzt mein Profil, aber kannst halt auch dein selber, loggst dich halt ganz normal mit deinem WOT-Konto ein. Und dann kannst du da halt selber auch gucken. Also ich hab noch eins, was mit einem Mod agiert. Oh, ups, das war der falsche. Guck mal, wenn währenddessen Leute schreiben. Aha. So, da. Ich gucke immer hier unten, aber da sieht man dann bloß von der Session, ne? Genau, und da kannst du halt auch gesamt halt gucken und da hast du halt auch farblich gesehen, wenn du nämlich auf die Startseite gehst, aufs Dashboard, kannst du deine Statistiken dort auch aktualisieren und dann hast du dort einmal, wo ist das? Ich glaube, EU-Server-Statistik oder was? 80% Siege hattest du in den letzten 24 Stunden. Was? 80% Siege hattest du in den letzten 24 Stunden. Yes.
Hat für die Gesamtstatistik enorm gezogen. Dort kannst du halt zum Beispiel auch sehen, welche Panzer gerade gern gefahren sind. BZW auch Unicum. Du hast dort einen Graphen. Also schwarz ist halt sehr schlecht, rot ist schlecht. Die Tomatoes. Orange ist unterdurchschnittlich. Sowas, was ich jetzt zum Beispiel bin. Aber ich tippe mal, in dem Bereich wirst es auch wahrscheinlich du sein. Du wirst auch so orange-gelb sein. Dann gelb halt orange. Dunkelgrün gut. Ich habe halt mittlerweile viele Gefechte, die gut sind. Dunkelgrün, sehr dunkles Grün, sehr gut. Dann kommt halt Blau, großartig. Lila, Unicum. Ab da sprechen wir von, ich sag mal, ISL-würdig. Und Dunkelgrün, die du eigentlich ganz, ganz selten siehst, das ist super Unicum. Aber das ist halt so ein 1% of all players. Okay. Also Unicum zu sehen. Es gibt, wie viel, also Unicums sind jetzt hier zum Beispiel gerade registriert und du kannst davon ausgehen, dass jeder, der auf dem Novio spielt, auch registered ist, spielen gerade insgesamt nicht mal 3000 Spieler auf Unicum. Auf Super Unicum sind es nicht mal 2000. Das ist wohl bemerkt kürzlich. Wollen wir noch den Server wechseln auf EU2 oder was? Kann man machen. Wechsel ich nochmal. Und da ist halt auch, wie du es halt zum Beispiel, da siehst du ja auch auf meinem Profil, meine Gesamt-WN8 ist zwar orange, aber wenn du dir halt so meine letzten Gefechte anguckst und so, siehst du, dass ich gelb bis grün bin. Aber ich erstmal meine schlechten Spiele von früher ausgleichen muss, weißt? Ja. Aber wie gesagt, ich gebe nicht so viel auf Statistik, weil das ist ein Spiel, das soll mir Spaß machen und das soll jetzt keine Arbeit werden, dass ich auf jeden Schuss achte. Das stimmt schon, aber ich möchte auch einen gewissen Skill haben. Ja klar, aber den hast du aber auch automatisch so. Weißt du, wenn du, je mehr du spielst, umso mehr lernst du dazu eigentlich im Normalfall, ne? Gut, ich habe jetzt mein Konto auch schon Ewigkeiten und zu Anfang war ich sicher total die Tomate und jetzt bin ich vielleicht schon ein bisschen besser, aber ja, gebe ich eigentlich wenig drauf. Ich muss kein Unicum werden, definitiv nicht, aber ich will halt auf jeden Fall eine halbwegs stabile Statistik haben oder über die Jahre halt hinweg aufbauen. Deswegen habe ich auch halt auch viele Mods, die mir halt so zeigen, was zum Beispiel ein guter Damage-Wert für den Panzer ist, was ein guter Blockwert ist, was und etc. All so ein Scheiß, alles was gut ist, wird mir halt in diesen Farben, schwarz, rot, bla bla bla, wird mir halt angezeigt. Ich würde mal. Darum geht es mir, dass ich dann halt selber auch sagen kann, gut. Kann natürlich auch sein, dass ich halt irgendwann 15.000 Gefechte habe und bin halt immer noch, ich sag mal, orange bis gelb oder grün. Was sind das? Ein 7, ne? Und dann sage, hey, ich würde aber ganz gerne blau haben, aber aufgrund, dass ich so viele Gefechte da habe, dass ich nicht in blau komme, erst wahrscheinlich so nach 60.000 Gefechten oder so. Deswegen gibt es ja auch einige Leute, die halt übelst reingesackt haben über Jahre hinweg. Und dann, so gerallt haben, okay, jetzt habe ich Skill in dem Spiel, ich habe was entwickelt, aber ich mache jetzt einfach einen komplett neuen Account und ziehe mir halt mit dem Account ziehe ich mich halt richtig hoch. Auf dem Stat, auf dem ich jetzt aktuell bin, um halt leichter diese Stats zu haben. Wird sicherlich helfen, wenn man Real Money ausgibt, weil dann kommst du ja auch öfter durch und machst Schaden. Also das Echtgeld Paying ist da garantiert. Was heißt Echtgeld-Paying? Also die Premium-Munition, die kostet ja kein Gold mehr. Früher hatte ja Gold gekostet, mittlerweile ja nicht mehr. Du musst halt legit einfach nur viel spielen, weil Gold in Credits umzutauschen, also wer das macht, ist entweder Millionär oder absolut stupid. Weil das lohnt sich vorne und hinten nicht. Sind 4000 Credits. Ich glaube, das machen bestimmt auch einige. Ja, für 4000 Credits, Digga, der kostet ein T3-Panzer teilweise mehr. Na, ich mach sowas nicht. Ich habe auch keinen Premium-Account. Deswegen bin ich auch. Load hier so 1 bis 3, meinetwegen, wenn es unbedingt sein muss. Jung Ji-Hun, willkommen. Was ich dem nicht unbedingt so beipflichten will. Kann man gerne dafür Geld ausgeben, aber alles, was mit bis halt hier ist, da wäre dafür Gold noch in Silber umtauscht. Ja, wie gesagt, entweder ultra reich oder ein bisschen dumm. Vielleicht auch ein bisschen von beiden, man weiß nicht. Und ich sag mal, wenn man wirklich täglich spielt, dann macht vielleicht so ein Premium-Account doch Sinn.
Aber wenn man, wie gesagt, ein-, zweimal die Woche bloß spielt, dann macht das vielleicht nicht unbedingt Sinn, dafür Geld auszugeben. Naja, ich habe auch einen Premium-Account, aber ich booste halt nicht unbedingt wie ein Wahnsinniger auf Premium. Ich habe halt einmal Premium bekommen. Okay, Fischerdorf ist ja jetzt mal ganz anders. Oder? Nee, so ein Brücke da. Hab dann halt einmal richtig Premium gehabt, durch Zufall oder halt, weil halt gute Events gerade waren. Dann habe ich halt immer wieder ausgenutzt, wenn halt gute Events waren. Eben halt, wenn machbar, mein Premium-Konto gleich wieder ein bisschen um ein paar Tage aufzuladen. Ich nehme so kostenlose Events mit, wo es halt immer so ein, zwei Tage Premium gibt. Nehme ich gerne immer mit, mache ich immer nebenbei. Und ansonsten halt, wie gesagt, wenn mal irgendwie was ist. Von wegen hier, wir haben gerade den Panzer im Angebot, zahlst 20 Euro, kriegst den Panzer, ausgebildete Crew, Garagenstellplatz und allem Pipapo. Und nochmal so 30 Tage Premium on top oder so, da sage ich halt nicht nein, weißt du? Mhm. Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Panzer habe ich hier noch, da brauche ich keine neuen mehr. Kann man ja richtig viel Geld versenken, wenn man dazu will, ne? Habe ich auch schon. Ja, vor allem, wenn man halt keinen Plan hat, ne? Ich, wie gesagt, ich habe auch anfangs 99 Euro ausgegeben für den T34B und musste dann feststellen, scheiße, so gut ist der gar nicht. Auf jeden Fall keine 99 Euro wert. Ja, bloß andererseits können sie dir den auch schlecht wieder wegnehmen, ne? Also, den hast du ja dann auch auf ewig. Meistens machen ja die Premium-Tanks doch ein bisschen mehr Credits oder so beim Fahren. Nicht immer, aber meistens. Irgendwie ist hier keiner. Meiner Seite. Ich bin schon Half-Life. Wegen den scheiß Artis. Ganzen Damage, den ich reinbekommen habe, alles Arti-Damage. Ne, doch, ein TD. Oh, ein TD hat nicht gedamaged. Der war blockt. Das hier so ein bisschen überschneidet, das muss ich nochmal irgendwie ändern. Was, wenn ich jetzt rüberfahre, dann kommen sie wieder von der Seite hier. Das Jagdpanzer ist man eigentlich auch aufgeschmissen in der Stadt. Wer ist denn achso, Jesus ist da reingefahren. Aber noch ist ja alles drinne. Komm ich nicht durch. Gibt ja nicht. Nein, doch. Oh. Erik, thanks for the donation. Thank you, thank you. Da hinten. Uiuiui. Ja, habe ich schon zweimal drauf geschossen. Einmal nicht getroffen und einmal nicht durchgekommen. Ja, Stadt werden wir gewinnen, so wie es aussieht. Helf, versuch mal die Soda wegzuschalten. Oh, auszuschalten da hinten. Geto, war schön mit dir. Aber die Stadt, das sieht gut aus, ja. Alter, diese Arti. Das
ungewohnt, dass du uns findest. Aber du warst doch 18, oder nicht? Was hab ich? Die sind doch gar nicht so streng. Du warst doch den Stream auf 18, da sind die doch gar nicht so streng. Ja. Scheiße kann man schon mal sagen. Boah, daneben. Ich meine, wenn sich ein Minderjähriger deinen Stream anguckt, ist es ja nicht deine Schuld. Es wird ja abgefragt, ob man 18 ist. Wenn dabei jemand lügt, ist es nicht dein Bier, sondern das Problem der Erziehungsrecht. Oh. Also bist du kein schlechtes Vorbild. Auch wenn du mal so ein Rio mitnimmst. Jetzt bin ich schon so tot. Gesehen worden, tot. Hey, so ein overpowerter Scheiß bei der Su 101. Da kannst du Unterwander, kannst du überall hinziehen. Ohne Hartkernmunition kommst du gar nicht durch. Außer der steht seitlich zu dir. Gute Arti, hat sie gut gemacht. Yes. Und pass auf, dass dieser Achilles da dich nicht aufmacht, ne? Irgendwo kriegt da nämlich auch noch so ein Skorpion rum. Ach nee, der ist schon weg. Ich muss da gerade ein bisschen aufpassen, weil irgendwie habe ich gerade einen Ping von einem Serum. Ich weiß nicht wieso. Flagge. Ist mir irgendwie ein Abseits oder so? Nee. Nein, die Arti ist noch mit draufgegangen. No. Du wirst halt bestimmt haarig. Ja, ich bin halt selber low. Ich muss halt selber wegen der gegnerischen Arti aufpassen. Das reicht schon, wenn die knapp neben dir splattert, dann bist du schon weg. Yes. 36 Hitpoints ist ja nicht viel, ne? Die Achter sind ja alle raus und wir haben noch einen Achter und sogar einen mit sehr, sehr viel HP. Aber das ist eine Tomate. Ja. Der wird noch vor dir tot sein. Gebe ich dir Brief und Siegel.
Na, das glaube ich nicht. Der wird gleich einen Fehler machen, irgendwie losfahren, dann wird er gespottet werden, oben hinter dir. Ja, aber dass die schon auf mich eingezielt ist, war mir schon klar. Ja, das war's denn, ne? Können wir rausgehen, glaube ich. Alpine, Alter. Er ist halt wirklich lost in seinem Leben, ey. Was nehmen wir? Ich hätte da noch einen anderen Siemer. Digga, oh no. Oh, ja, er ist lost. Er hat seine Kette repariert anstatt sein Ammo-Rack. Oder? Nee, doch, er hat sein Ammo-Rack repariert, okay. Immerhin. Er ist nicht ganz lost. Ja, komm. Ja, du siehst davon, wo die Arti schießt. Warum fährst du denn da aufs... Er ist lost. Hab ich gar gesagt, ja. Er macht gleich eine dumme Aktion, fährt auf offene Flane und dann ist er weg. Schlimme ist, er muss halt eigentlich nur noch zwei Artis und zwei TDs. Wenn er schlau ist, holt er sich die beiden Artis zuerst, weil die mit am gefährlichsten werden. Weißt, er fährt halt so einen geilen Panzer, ne? Aber so richtig unverdient. Und bumm! Guck mal, ist der blind. Siehst du diesen Panzer, wie schön er ist? Und er gibt ihn halt einfach so auf. Der schöne Alpine. I love this skin, Mann. Der soll mir den Panzer geben. Ich weiß besser damit umzugehen. Hey, Niederlage, warum habe ich Fortschrittspunkte erhalten? Du warst schon raus, was? Mhm. Ja. Hast du den Skin überhaupt noch gesehen von dem Alpine oder so? Oder kennst du den? Nee. Ja, sieht mega geil aus. Hey, wake up. Ja, es sieht halt so ein bisschen danach aus. Also da ist halt so ein geiler Tiger drauf und so standardgemäß mit so Tischen und sowas. Thanks for the follow. Aber es sieht halt so aus, als wäre das halt so draufgeschweißt, weißt du? So eine Art, so ein, als hätte man da einfach so einen Chrom-Tiger drauf geklatscht oder sowas. Sieht dann mega sexy aus. Falschen ausgewählt. Ich hatte vorher noch so ein Symbol irgendwie erhalten. Denn gesehen, sobald man mehr als eins davon platziert, wollen sie Gold haben. Ja, damit machen sie auch ordentlich Cash bringen wahrscheinlich. Ach, du meinst diese, die du auf jeden Panzer ja mittlerweile freischalten kannst seit neuestem? Ja, ich hatte irgendwie... Boah, hier, ich habe 30 Gegner mit diesem Panzer gekillt. Ja, ja. 50 Matches, glaube ich, hatte ich mit denen. Oder 50 Gegner killt mit der Arti. Dann gab es da so ein Symbol, aber das... Ich habe auch den Standard B, habe ich, glaube ich, 30 Kills oder so, das Abzeichen, 30 Matches und auch noch was. Na, mal gucken, was das jetzt wird. Den Standard B habe ich auch schon mal die Auszeichnung Kettenhasser bekommen. Ich habe ganz schön viele Achter, aber mal gucken. Aber nicht so stark, außer der Tier 5. Die gehen noch. Könnte schlimmer sein. Gut, der AMX, der klatscht auch, aber. Scorpion oder so, der knallt zwar ordentlich Damage raus, das ist aber ein weiches Ziel. Scorpion G habe ich selber. Damage insane, aber sehr hohe Nachladezeit. Ich glaube 12 Sekunden oder so braucht er. Auf jeden Fall über 10 Sekunden. Ich fahr mal mit dir mit, glaube ich, besser. Warum musst du mich wegrammen? Was bringt dir das E75? Ich hätte ganz gerne ein Emote, um jemand anders zu zeigen, was für ein Spaß hier ist. Unser EBR ist einfach AFK. Mal gucken, ob der reacted, sonst kriegst du einen Report, Diggi. Verstehe ich auch nicht, Alter. Wer geht in ein Match und ist dann AFK? Ja, früher. So lang ist jetzt die Warteschlange von WOT nicht.
Früher ging das mal, da war der Panzer nicht zerstört, wenn du Match verlassen hast. Ja, die haben dann wahrscheinlich so einen Bot drin oder so, der die immer wieder ins Gefecht bietet. Und die halt einfach AFK irgendwie, keine Ahnung, am See chillen. Schon was gespottet da hinten? Eben war eine Hellcat offen, aber ich hab dann bloß aus Verdacht in die Richtung geschossen. Wie ist das da auf der Karte? Da war eben der Hellcat. Ja, und ein Scorpion G. Autsch, ich bin Half-Life. Ein Schuss. Hm? Na, ich kann noch nicht so weit kicken. Ich kann bloß bis, ja, klar. Du bist zu nah am Busch dran. Hey, grüß. Ich bin ja auch mal beigebracht. 15 Meter Radius einhalten. Ich bin ja auch blind wie ein Maulwurf und wären wir jetzt nicht hierher gefahren, wäre die Seite komplett offen. Das verlieren wir so und so das Match. Allein von der Aufteilung her schon. Guckst du mir gerade zu? Noch nicht. Guck mal, I'll show you. Sag mal, wenn du offen bist. Bist du? Mhm. Ja, das war die super Hellcat. So in den Abstand, wie ich jetzt eigentlich zu dem Busch stand, so in dem Abstand musst du halt nicht aufstehen. Dann siehst du aber nichts. Weil dann dein Camo-Wert höher ist. Ja, dann siehst du aber nichts. Nee, deswegen fährst du immer ein Stück nach vorne, dass du kurz was spotten kannst. Aber du hast ja auch so nichts gespottet, jetzt mal davon abgesehen. Naja, so wie sie gefeuert haben auf mich. Ja, das kann aber auch sein, dass da irgendwie was war, keine Ahnung, weil. Hast du geschossen? Nee. Wo ich den ersten abgekriegt habe, haben sie wohl blind in den Busch geschossen, weil. Ja, die haben wahrscheinlich auf mich geschossen. Ja. Weil ich war ja. Kann ja sein, dass ich in deiner Line war in dem Moment für die. Kann sein, ja. Deswegen, guck mal, du fährst immer halt so ein Stückchen zum Busch hin, sodass du halt einmal durchgucken kannst. Dann sinkt zwar für einen kurzen Moment dein Camo-Wert, aber du hast immer noch einen höheren Camo-Wert als jemand, der gerade irgendwo fährt. Mhm. Der Kenurban hat einen geilen Skin auch, by the way. Und dann spottest du halt und bevor du schießt, fährst du aber wieder zurück, sodass du halt nicht durch den Busch durchgucken kannst. Ich meine, du kannst ja auch nach Dingen schießen, oder nicht? Nach Umrandung. Mhm. Du kannst ja immer diese netten Panzerumrandung, weißt du, was ich meine? Ja. So, danach musst du gehen. Darfst dich nicht zu sehr auf dein Auge verlassen. Ja. Genau. Müssen wir ja nicht zugucken. Ich gucke eigentlich nur zu, wenn noch mein Mate drin ist oder wenn halt eh kurz vor Ende ist. War halt die Runde kacke. Normalerweise hast du jemanden, der da spottet und musst nicht selber spotten, ne? Ja, der BR war halt branded. Ich hoffe, ich vergesse nicht gleich zu reporten noch nach dem Match. Achso, wir können schon loslegen. Ja, irgendwie ein Medium mit größerer Sichtweite wäre auch hilfreich gewesen. Ich hatte halt nicht maximale Sichtweite. Deswegen musste ich so weit vorne stehen, dass ich überhaupt was aufmache. Aber die anderen haben mich wohl vorher schon gesehen oder keine Ahnung. Suboptimal, hätte ich gar nicht hinfahren brauchen. Nächstes Mal keiner in die Richtung fährt, dann bleibe ich einfach in der Base stehen und camp da.
Fertig. Wenn das Team dir nicht helfen will, dann hilfst du dem Team auch nicht. Fertig. Ist halt meistens suboptimal, wenn du eine Seite offen lässt, ne? Dann fahren sie schnell durch da und rollen dich von hinten auf. Mag zwar manchmal klappen, wenn man alle eine Seite feiert, aber selten. Neuner, darauf habe ich ja gewartet. Der Tiger 1 guckt mich auch schon so an und denkt sich so, heul, Fragezeichen. Ich bin eine Tomate im Tiger 1, was soll ich dagegen tun? Weil er ist ja da, er hat auch noch Stuck kennen, ne? Guck dir seine Kennen an. Ja. Muss nicht ganz rumgucken. Halt mal rechte Maustaste gedrückt. Ja, weiß ich. Aber momentan muss ich so und so nirgendwo hinschießen. Wir sind mit 2 Tiger 1. Also, was ist unser 9er? 50er TP. Das ist unser 8er. Achso, ein 8er Heavy kriegen wir gar nicht mit. Uns wird dann halt einfach gesagt, okay, krieg den 7er Heavy mehr. Alter, das ist doch so ein Schmutz. Wieso haben die einen 8er Heavy und wir nicht? Ja, ich krieg gleich schon, weil ich in der Rüstung geklatscht. Auf die Glocken. Ich treffe natürlich nicht. Aber wenigstens gibt keine Artis, die jetzt auf mich rumpickern könnten. Hast du vielleicht Bock, ein bisschen Load hier zu fahren? Oder eher nicht? Können wir machen. Weil ein Kollege von mir hatte gefragt und der ist noch sehr neu im Spiel. Reload, come on! Natürlich kommt bei dem Tiger 1 nicht durch. Komm doch nach! Alter, das gibt's noch nicht! Jetzt fällt der verdammte Schuss nach unten, was ist das denn, ey? Wie kann man denn nur so viel Glück haben? Die 50 kommt doch nicht durch. Der EBR schießt mit der APCR, ne? Ich hab schon 1600 abgewehrten Schaden. Habe ich Zeit für den Stream und kann nur ein paar Sachen verlosen.
Mit dem OI habe ich meistens so und so Pech. Entweder kommst du in ein Match, wo du maßlos unterlegen bist, oder hast Tomaten auf deiner Seite. Also ganz selten, dass ich da mal Glück habe mit dem OI. Dieses Match ist halt ersteres, ne? Ist halt so, du kämpfst gegen Neuner. Was willst du da groß machen? Der Motor hat keine Leistung mehr. Die beiden Tiger 1, die werden hier auch gerade auseinandergepflückt. Also, du könntest gleich Ärger von hinten bekommen. Die halten das hier nicht mehr lange, glaube ich. Hopfenärger bekommen. Jo. Müssen wir uns nicht zu Ende angucken. So, dann lade ich mal Judy ein. So, dafür musst du mir. Gib mal ein Zuglied, please. Muss mal gucken. Einfach Rechtsklick auf mich. Gib den mal dein Discord, oder? Jo. Nevermind. Kannst du mir kurz dein Discord-Ding geben? Ich kann keine Einladung genau nehmen. Bist du noch im Twitch-Chat? Oder nicht mehr? Nee, nicht mehr. Ich mach's mal aus wegen Ping. Ich hab momentan ja nicht so gutes Internet. Denn heute. Da. Diesen Link dann kopieren. Dann musst du mir noch sagen, wer er ist. Ich weiß nicht, wie er dann hier im Discord dran ist. Na, sehen wir ja. Der Bot wird ihn begrüßen. Bot-Mod. Und was meinst du mit Low-Tier? Ja, so. Also ich glaube. Er sagte, sein höchster ist fast T5. Weil der kleinste, den ich habe, ist ein Vierer. Also viel kleiner als Vierer kann ich nicht. Fünfer habe ich 2, 3, 4. 6 habe ich ein paar. Das ist doch Lil Ames. Okay. Dann soll er mal in AFK-Channel kommen, dann kann ich ihn rüberziehen. Weiß jetzt nicht, ob er selbstständig in den Live-Channel kann. Thank you.
So, moin. Also ich kann das auch rein. Ey, R2D2 geht mir voll auf den Sack. Wieso? Du sollst ihm mal antworten auf Discord. Hab ich da. Irgendwas, keine Ahnung, Dachlatten oder so, oder Latten oder Holz oder so, irgendwie sowas. Ach so, damit ich ihn heute verprügeln soll, verstehe. Ja, und der hat keinen Bock auf LOL, der hat... Ich hab gefragt, ob er wieder Bock hat, Custom zu zocken. Meint er, nee, keine Lust. Ich brauche nur noch zwei Sachen erforschen bei dem Tier 4 Panzer, den ich jetzt habe, und dann kann ich auf Tier 5 gehen und dann, ja, geht das langsam wieder voran. Bei dem Panzer hier jetzt, der eine Kommandant, der ist schon auf 100%. Da habe ich schon, was habe ich da raufgehauen? Ja, hier dieses Waffen, diese Faust da. Waffenbrüder. Genau. Also unter 4 möglichst nicht gehen, ich habe nur ein 4er. Sonst kann ich nicht mitfahren mit 3ern oder so. Notfalls einen kaufen. Die Lotiers sind ja nicht teuer. Oder ist Charlie etwa schon so 20.000 Credits zu viel? Ich habe nur 7 Millionen. Ich wollte sagen, wir fahren eine Runde mit unseren 9ern und haben wir die Kohle wieder drin. Das ist nur mal ätzend, die Crew dafür zusammen zu wursteln. Wenn man so weiß, okay, ich baue jetzt irgendwie so für ein paar Runden einfach eine random Crew. Ach, dieses Matchup halt einfach mal ein Heavy. Alter, B1 verpiss dich. Unser Heavy ist eine richtige Tomate, ne? Also der ist so rot, dass eine Tomate dagegen gelb wird. You know what I mean? Ich folge dir einfach mal. Man auch irgendwie, Herr Charlie. Lemming Train. Warte, jetzt hab ich's. Der ist so rot, dass er schon fast schwarz ist. Das ist nicht rassistisch. Alter, nicht getroffen. Frech. Boom! Oh shit. Da kommt gleich ein Stuck um die Ecke. Jo, hat einen Hit. Da kennt er nichts. Ist die lebensmüde? Was macht die da? Ja. Die intet. Also richtig. Das ist ein richtiger Inter-Su. Dolle. Aber unsere Su intet halt auch. Er steht jetzt erstmal da mit Kette. Wo ist denn der jetzt hin, Alter? Nein, nicht getroffen. Oh. Du stehst da ein bisschen offen mit deinem P26, ne? Der kommt ja nicht durch. Der andere kommt ja nicht durch. Oha. Da hast du aber einen ordentlichen Hit gekriegt. Ja, hier kommt man als Arti ran. Jo, hab einen Hit. Ich so als Arti-Spieler kann dir das sagen. Da ist ein Spot, da kommt man ran. Alter, als ob man da nicht durchschießen kann. Egal, ich hab meinen Job dann gemacht. 407 Damage, 52 Spot. Unterstützung. Rimbalzato. Abbiamo perso un cingolo, siamo fermi.
Unser Turm dreht sich nur noch langsam. Charlie, versuch gleich mal, sobald du kannst, ein Stück zurückzusetzen. Was? Badewannenpilot. Hat mich voll mit erwischt. Wenn du deine Seite zeigst, in einem richtigen Winkel, prallt der PZB-2 bei dir ab. Ja, ein bisschen zu viel Neigung. Darf deine Front nicht zeigen, ne? Will ich nur, dass, er darf nur die Seite sehen, dass er Gelüste danach hat, die in die Seite zu schießen. Ich sag dir, der wird abprallen, wenn du in den richtigen Winkel hast. Und jetzt knallt's bei dir. Und bumm. Und bumm. Oh, der hat einen 20 Blank. Fahr weiter, Charlie, fahr weiter. Not out of field. Ja, ja. Noch bin ich am Leben. Neben ihm flog schon die AT ein, noch bin ich am Leben. So, siehst du. Ja, nicht zu weit neigen. Du bist zu weit geneigt. Genau, ja, so ist besser. Jo. Ja, das war nicht der B2, das kam von rechts. Das war Arti. Arti und Su von der anderen Seite. Ah ja, sag ich doch. Das kam nicht von dem PZ. 197 von der Arti und 26 ja. Hitpoints, die Su 76. Doch, ich hab noch einen Dreier. Das ist der Sound of our Charlie. Whoop. Den da. Was, Inter? Den da. Interpanzer? Den da. Ja, Interpanzer. T116. Irgendwie mal geschenkt gekriegt oder so. Interpanzer, sage ich doch. Mensch. Los, Banane, wähl mal einen anderen Panzer aus. Ja, ich hab auch nur noch einen Dreier. Ja, dann nimm mit Dreier, ist doch gut. Hauptsache, du hast einen Ersatzpanzer. Okay, dann nehm ich mal die G-Version. Warum fahre ich die G und nicht die E-Version? Richtig, das G steht für Gewinnen. Nee, für Grotten schlecht. Und E ist exklusiv. Aha. Und mein T steht für traumhaft. Ich dachte für Tagträumer. Naja, ist doch traumhaft. Arti-Spieler halt, ne? So einfach so über die Map pimmeln. Oh, da kann ich was abschießen. Ja, richtig. Artig spielen will auch gelernt sein. Muss ja interpolieren, wo er hinfährt und so. Ja, und ihr seid gefühlt immer am Einschlafen. Ein Sexton. Sexton One. Die meisten aus unserem Team sind so schlecht, dass sie nicht mehr gewertet sind. Die Map schon wieder. Ja, auf Lautier Panzer kommen nicht so viele verschiedene Maps. Hast gedacht, Chris Berlin oder was? Nein. So musst du dir verdienen. Oh, guck mal, Tomato Marder. Ich wurde gespottet. Sehr schön.
Der ist down. Ein Hit. Und du auch. Ja, aber auch wieder. Ich glaube, ihr könntet da ein bisschen Hilfe gebrauchen, ne? Du? Ne, ihr da, ne? Da sind ein paar mehr. Yes, das stimmt soweit. Kann man hier hochfahren? Nein. Bleibt am Leben, ich bin unterwegs. Faden durch Aufklärung. Er klaut mir letztens den Kill, Alter. Wer denn? Du! Nee. Wer war es der 10er Tipp? Ich hab den Kill nicht gekillt. Diese Hunde läuft gut. Oh! 6-1, jo. Noch ein Hit. Wie einfach vier Panzer den pushen. Zeig dich mal da hinten. Kriegst du erstmal gleich einen Hit ab. Penner. Was ersaufen, Alter? Wer will sich ersaufen? PZ3E. Schneid den weg. Scheiße. Von egal. Wo? Oh, der geht sehr trinken. Ich hab schon Unicum-Schaden, das reicht. Der, guck mal, 60 Leben, aber da ist keiner mehr. Der ist down. Bei mir steht, dass er noch 60 Leben hat. Okay, der ist auch down. Einer nur noch. Yes, wir sind halt jetzt auf dem Cap. Wenn ich vielleicht noch ein paar Cap-Punkte abstauben kann. Wie schnell der T116 einfach ist. Ich hab halt einfach super Unicum-Damage gemacht. Ich glaube in dem Level, das hat auch nicht schwer, ne? Nö. Weil die halt auch nicht so viel gespielt werden. Und die diese Panzer halt spielen, sind halt die absoluten. Heißt? Super Unicum Damage mitzumachen ist, ne? Das ist halt genauso, als wenn ich sage, ich bin Unicum. Und wenn du dann in meiner History-Statistik guckst, du dann siehst, ich bin Unicum, aber Average Tier ist bei mir irgendwie so T4 oder so, weißt? Also durchschnittliche Tierstufe T4 und dann, ja, gut, schön, dass du Unicum bist auf T4. Genau. Bist halt trotzdem eine Noob, Alter. Was für ein Tier nehmen wir jetzt? Ich kann wieder Tier 4 den nehmen. Warte mal, ich kann sogar, warte mal. Nicht bereiten. Ich hab hier noch einen Valentine. Auf T5 freue ich mich auf jeden Fall schon mal, dann kann ich meinen AMX weitermachen. Ihr habt den Spotter. Das ist nämlich ein Leid. Und Charlie, weißt du, worauf der grindet, der AMX? Bin ich bestimmt ja, schon vorbei. Du? Nein, der AMX, wenn ich da weitermache, komme ich auch zu den Radpanzern. Ja, von den Radpanzern habe ich schon einen. Den Panhard AMD 178B. Den Panhard? Mhm. Panhard, Diehard? Der ist aber scheiße. Das geht. Also ich brauche jetzt mit dem T28 nur noch das. Ich sollte Module einbauen. Den Turm um.
einmal und dann bin ich fertig mit dem, dann kann ich schon den nächsten nehmen. Moment, ich hatte keine Module drin. Ich sollte ja, ist egal, du musst ja den nächsten erstmal erforschen. Also gib ja. Kette, dass wir hier ein paar XP fahren. Du bist T4, du solltest eigentlich innerhalb von, ich sag mal, Maximum 10 Gefechten, das ist aber auch jetzt schon wirklich Maximum, solltest du den haben. Ja, der Valentin hier, da ist ein Goldtank. Valentinus? Mhm. Valentinus Maximus. Also da ist nichts mit irgendwas freifahren. Ja, immerhin freie EP, ne? Vielleicht brauchst du irgendwann. Ich feiere auch Goldtanks eigentlich nur, um Crews hoch zu boosten und einfach um freie XP zu haben, falls ich irgendwann mal benötige. Und ich das Gold dafür habe, vorausgesetzt. Und ich behalte mir eigentlich immer ein bisschen Gold über für Module ausbauen. Mhm. Weil die 10 Gold lohnt sich halt wirklich in Zellen. Ein Excelsior und ein KV1. Ja, da habe ich nicht so wirklich drauf gedacht. Chino! Guck mal, ich zeige mal. Ich sehe schon. Komm mit. Ich zeige dir jetzt eine Position für diese Map, die du dir mit Lights und Middles immer gut merken musst, ja? Mhm. Eigentlich sollte unser Valentin da auch mit, aber der hat keinen Bock. Nee. Der steht hier und hofft auf Spots, aber irgendwie tut keiner spotten. Du musst mir gleich einen Gefallen tun. Wenn du gleich was sehen sollst, du darfst nicht schießen, okay? Mhm. Das ist wichtig. Du nimmst halt einfach den Spot-Damage mit. Oder du lässt mich spotten, fährst selber ein Stück zurück, so dass du nicht durch die Büsche durchgucken kannst. Also so, dass sie nicht durchsichtig sind und dann darfst du schießen. Sonst seid ihr schnell wegrasiert. Guck mal, wenn du jetzt hier so, zum Beispiel so wie ich jetzt hier stehe, ne? Mhm. So, ich kann nicht durch die Büsche durchgucken, also sie sind für mich nicht durchsichtig. Das heißt, 15 Meter Radius. Sind sie durchsichtig? 15 Meter Radius, unter 15 Meter. Wenn du dann schießt, geht das auf. Also kann ich, hinterm 15 Meter Radius kann ich drauf schießen. Ja. Da gehst du nicht so schnell auf. Guck mal, ich mach dir auch so ein paar Doppelbüsche. Ja, bleib weg von mir, könnte sein, dass ich gleich einen Blindshot fange, weil ich die Bäume hier umfahre. Ja, da kam schon der erste. Naja, ist okay. Oh, ich habe einen getroffen. Ne, einer hat mich getroffen. Oh. Okay, das. Da oben Light. Knall ihn ab. Ja, okay, Marder. Also soll es im Idealfall eigentlich nicht laufen. Eigentlich sollte diese Flanke da oben gedeckt sein. Aber unsere. Was machen denn unsere Heavy da? Down. Hello, Mr. Pintail. Oh, die Artillerie. Na, du kannst da wieder hinfahren. So ist nicht. Okay. Versuch weiter zu spotten. Guck mal, ich habe jetzt schon 115 Spotting Unterstützungsschaden und 181 selber gemacht. Und das war halt eine kurze Runde für mich. Scheiß Marder halt. Fahr nicht zu weit ran. Immer so kurz einmal ranfahren und wieder wegfahren. Ja. Diesen 15 Meter Radius einhalten, das ist wichtig. Jetzt, so wie du jetzt, wenn du jetzt nämlich die ganze Zeit da stehst und die Büsche sind durchsichtig, verlierst du Camo-Wert. Du fährst einmal kurz ran, guckst einmal so, dass deine Front einmal durch, also nicht durch den Busch gucken kann, aber so, dass du halt einmal durchgucken kannst. Ja, da ist. Und dann fährst du wieder zurück. Also sehen tue ich nichts. Jetzt fahrst du zurück, bist viel zu lange weit vorne. Alter, das mit den Büschen musst du aber noch echt üben. Ja. Da, hinter uns. Oh. Ah, da unten. Der Excelsior ist jetzt gerade wichtig. Guck ihm. Jawohl. Hab ihn. Jo, ein Hit. Zwei Hits habe ich gekriegt. Ja, die TD ist, du hättest hinterm Hügel bleiben müssen. Du hättest Lower All fahren müssen. Du warst zu weit on Hill. Mal gucken, was unser Charlie macht.
Er steht hier im Busch und wartet, mach bis da einer kommt. Hier ist ein, hier Grille ist eine Artillerie, ne? Ja. Ja. Die Viereckigen sind alle Artilleries. Dreiecke. Dreieckige sind Jagdpanzer. Das ist so ungewohnt, wenn ihr so redet und no mods. Bei mir sehe ich halt den Panzer als Bild. Dann steht und rot Heavy, lila Arti, gelb Mittel, blau TD, grün Light. Also aber, Charlie, ne? Aber du kannst doch da deine Lila, du bist Unicum. Automatik Unicum durch Artillerie spielen. Ich geh mir Wasser holen. Viel Glück. Du kommst halt legit nirgendwo durch bei dem Typen. Bei dem Excelsior. Nicht mal eine Seite. Das ist doch so unfair. Der hat drei Striche, also ist das ein schwerer Panzer, ne? Mhm. Richtig. Oha, der, von wo hat der 266 Damage gekriegt? Ich wurde gerade von einer Arti getroffen. Achso, die, er hat das hier. Er hat von der Arti auch gekriegt. Hinter mir stehen ja Artis. Ich habe den gespottet und die Artis haben ihn dann klar gemacht. Ja gut, der war schnell weg, würde ich glauben. Jetzt sind es bei den Gegnern nur noch drei Jagdpanzer. Drei Artis. Was ist das noch? Was sind das? Was sind die vier Gegner? Artis. Nein, nicht die, die daneben, in der Mitte. Zwischen Dreieck und Viereck. Okay, noch einer bei den Gegnern down. Irgendwo steht hier ein Marder. Er hat gerade auf mich geschossen. Also meine Sheet ist auch schlecht. Dann kann man nämlich auch in den Tod fahren. So, wieder da. Sieht diese Runde eigentlich ganz gut für uns aus. So, Banane, jetzt erkläre ich das nochmal kurz mit der Camo, ja? Mhm. Jeder Panzer hat gewisse Grund-Camo-Werte. Und zwar während des Stehens, während der Fahrt und während des Feuerns. Mhm. Zum Beispiel verliert ein Jagdpanzer, verliert ein Light während des Feuerns weniger Camo als zum Beispiel ein Heavy oder sowas. Ja. Oder TD. So, es, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube TD ist 25, Lights glaube ich 0 etc. Blablabla. So, welche Werte die genau haben, müssen wir jetzt erstmal nicht drauf eingehen. Wichtig ist jetzt, was du jetzt gerade erstmal, was ich bei dir gerade gesehen habe, was du erklären musst. Camo-Wert während des Schießens. Logischerweise, während du schießt, sinkt dein Camo-Wert ungemein. Umso größer deine Kanone ist, oder je nachdem, welchen Typ von Kanone du hast. Und zwar gibt es halt diese, die jetzt zum Beispiel bei Charlie vorne dran ist. Ja. Mit der, es kommt auf die Mündung an. Oder es gibt auch Kanonenrohre mit Mündungsbremsen. Mit Mündungsbremse ist 3% weniger Camo während des Schießens. Ist nur mal so nice to know. Prinzipiell kann dir das aber erstmal egal sein. Wichtig ist halt, warum sollst du diesen 15 Meter Radius einhalten? Dieser 15 Meter Radius beinhaltet nämlich, dass wenn du nämlich Büsche, wenn die durchsichtig sind, ist das unter 15 Meter. Sind sie aber nicht mehr durchsichtig,
ist der Busch 15 Meter von dir weg. So. Somit kannst du ja rechnen, wie groß 15 Meter um dein Panzer sind. Weil du hast ja nun mal kein Maßband dabei. Also weißt du ab jetzt, zu jeder Zeit, wie viel 15 Meter sind. Das kannst du mit den Büschen machen. Und während des Feuerns wird alles innerhalb von diesen 15 Metern für eine kurze Millisekunde aufgedeckt. Mit das anderen heißt, Worten... zum Schießen muss ich 15 Meter hinter den Büschen sein. Du musst halt so weit dahinter sein, dass du halt eben... nicht mehr, dass der Busch nicht durchsichtig ist, sondern dass du halt musst damit lernen, damit zu arbeiten, dass du nur das Chassis siehst von deinem Gegner, also die Umrandung, dass du ihn halt visuell nicht siehst, ob, ne, kannst nicht sehen, welche Farbe er hat oder so, das ist aber egal, dir ist wichtig, dass du die Umrandung siehst und das Chassis und dass du weißt, wo du hinschießen musst, immer vorne Unterwanne am besten, vorne seitlich schräg durch die Kette. Oder seitlich hinten Heck ist am besten. Oder seitlich Turm. Sind immer ziemlich gute Hitpoints. Kannst du gut merken. Und ein Heck sowieso, natürlich, ne? Ja. Und halt diesen 15 Meter ist halt auch zum Beispiel für deine Mates halt extrem kacke. Wenn jetzt zum Beispiel ich neben dir stehe und du hältst diesen 15 Meter Radius nicht ein. Und deckst du nicht nur dich auf, sondern dadurch, dass du halt durch deinen Schuss halt die Büsche für einen kurzen Moment denied hast, hast du auch mir die Karmo-Werte genommen. Weil Büsche, Bäume etc. geben alle erhöhte Karmo-Werte. Du darfst jetzt halt nicht größer sein, wie jetzt zum Beispiel, wenn du so eine Tanne umfährst und dein Panzer ist höher wie diese Tanne, kannst du davon ausgehen, dass dich dort auch jemand sieht. Das ist schon. Das Spiel beruht auf ziemlich starker Physik. Also wenn ich über einen Winkel über die Tanne drüber gucke und dich sehen könnte, realistisch gesehen, sehe ich dich auch. Wenn meine Vision-Reichweite es zulässt. Verdeckt dich dieser Baum allerdings zum Beispiel? Ja. Am besten ist es halt natürlich, wenn du Doppelbusches machen kannst. Mit anderen Worten, musst dir vorstellen, du hast einen Busch vor dir. Und dahinter ist ein Stückchen weiter noch ein Busch. Ich sag mal so grob 5 bis 10 Meter. So, und beide Büsche verdecken deinen kompletten Panzer. Fährst du hinter dem anderen Busch, kannst du durch den Busch, der direkt vor dir ist, so durchgucken. Durch den zweiten halt nicht. Der zweite ist halt über 15 Meter von dir entfernt. Und somit hast du die volle Camo-Wert des ersten Busches. Hältst deine 15 Meter ein, was deinen Kamo-Wert auch während des Schusses sehr hoch hält. Plus du hast nochmal Zusatzkamo durch den Double-Busch, der direkt vor deiner Schnauze ist. Das heißt, du hast dann so einen hohen Tarnwert, dass halt die T9er zum Beispiel, gibt zum Beispiel Maps, kann ich dir irgendwann mal in einem Custom-Map zeigen. Da kann ich roundabout 150 bis 200 Meter vor dir stehen. Ich schieß auf dich. Permanent und ich gehe nicht auf. Du weißt nur roundabout, wo meine Schüsse herkommen, aber ich werde von dir nicht gespottet. Und auch von niemand anders. Weil dort einfach dieser Doppelbusch ist. Ein Doppelbusch ist zur aktuellen Meta schon seit, keine Ahnung, das ändert Wargaming auch nicht. Absolut broken. Wenn du die Positionen kennst auf den Maps aktuell mit diesen Doppelbushes, bist du broken. Du gehst nicht auf. Da muss halt wirklich einer 100 Meter vor dir sein oder so, damit du aufgehst. Kann das sein, dass Artillerien auch übelst OP sind? Artis haben den höchsten Camouflage-Wert, ja. Damit gewährleistet ist, dass wenn sie sich irgendwo hier, so wo jetzt Charlie gerade durchfährt, wenn die sich da irgendwo reinstellen, dass sie auch nicht schon auf 300 Meter gespottet werden. Weil umso höher die Tierstufe, umso höher natürlich auch die die Funker etc. Höhere Funke, bla bla bla, höhere Vision. Höhere Sichtweite. Höhere Sichtweite gleich mehr Aufklärrate. Ja. Und ab einer gewissen Meterzahl hilft dir der Busch nicht mehr. So, und wenn er Arti schießt, sie muss jetzt auch so hohe Tarnwerte haben, weil wenn er Arti schießt, ist das realistisch gesehen ja sehr auffällig. Ja.
Ich meine, es gibt ja sogar Arty-Spieler, die so gut sind, die die gegnerische Artys blindshotten, indem sie einfach die Spots der Artys meistens kennen und dann von oben gucken, ah, oh, okay, und dann gucken sie, wo dieser Schuss abgefeuert ist, weil den Schuss siehst du visuell. Ja, das habe ich ja eben doch schon gesehen. Quer über eine Map ist das Ding geflogen. Du siehst den Schuss, du siehst, aber der Panzer wird nicht unbedingt aufgeklärt. Wo Charlie, gib ihn. Ne, dann, keine Ahnung, mal gucken, vielleicht probiere ich das auch mal mit einer Artillerie aus. Halt dich erstmal an Heavies. Fast. Arty ist sehr schwer. Es sieht einfach aus, ist es aber nicht, ne Charlie? Ja, die meisten sagen, für Arty brauchst du kein Skill. Aber das ist vielleicht bloß Neid. Werden wir so und so nicht mehr schaffen. Ich kann mal einen Cap versuchen zu fahren. 18 Sekunden. Man kann es, glaube ich, vergessen. Nee. Ja, ein paar Sekunden. Schaffen wir nicht mehr. Schade, ich hätte schneller reinfahren müssen. Ja, schneller reinfahren müssen. Der fährt halt nicht schneller, der Panzer, ne? Er hätte das eine Mal nicht stehen bleiben dürfen, hätte einfach straight durchfahren müssen. Beim Schießen schon am besten. Aber naja, kann. Hätte, Fahrradkette. Also ich sag mal so, Arty-Spieler sind und bleiben halt immer irgendwo ein Stück weit Bastarde. Ist halt einfach so. Ich denke, das weiß Charlie auch. Aber es heißt nicht, dass der Panzer keinen Skill erfordert. Das stimmt überhaupt nicht. Ich finde es sogar tatsächlich schwieriger als mit normalen Panzern. Welcome back, Tianlin and Normal oder FG. Oder Arty? Was ist schwieriger zu treffen? Arty, oder? Arty ist safe. Nee, am schwersten zu treffen sind Light Tanks, wenn du selber Arty-Fahrer bist. Nein, allgemein. Also womit ist allgemein halt schwerer zu treffen? Wenn du einen Normal spielst, also egal ob jetzt CD, Light oder sonstiges, hat mir dann oder halt Arty geschützt. Wie gesagt, das gibt Präferenzen, dass die Leute haben. Der eine mag Jagdpanzer, der andere Heavies und ich mag halt Artys, ne? Du kannst in allen drei Sachen gut sein. Das gibt doch super Leitfahrer, die. Ja, aber was empfindest du als schwerer, wenn du diesen Panzer spielst? Womit empfindest du schwerer, gegnerische Fahrzeuge zu treffen? Mit Artillerie oder mit irgendwas anderem? Ja, Arty ist schon schwierig, weil die sich meistens bewegen. Die wissen ja, dass sie offen sind oder so und dann fahren sie vor und zurück und. Richtig, und du hast eine insane lange Einzielzeit auch noch. Und du hast so eine Flugbahn, also die brauchen noch teilweise bis zu 3 Sekunden, bis die einschlagen, die Schüsse, und das musst du vorberechnen. Ich hab schon mit Artis geschossen, da war bis zu 6. Ja, nicht die Einzielzeit, die Flugzeit, der Mumpel. Ja, 6 Sekunden Flugzeit. Und das ist dann schon insane, weil dann so lange fährt meistens keiner rückwärts oder vorwärts in einem Stück. Du musst halt genau wissen, wo wird der Gegner in 6 Sekunden sein, und dann musst du auch noch Glück haben, dass halt auch jetzt RNG auf deiner Seite ist und dann auch wirklich die Kugel beeinflusst, wo du dahin haben willst. Quasi ist denn zum Beispiel bei den Russen der SU-122A ein Dings, eine Arty oder was? Ich denke ja. Das war das ja eben, das oder war eine Arty. Oder der SU-8 zum Beispiel. Das sind beides Artys. Die haben auch eine höhere Schussfrequenz. Je kleiner die sind, umso schneller laden die auch nach. Wenn du eine Arty mit Tier 9 hast zum Beispiel, die lädt dann, weiß ich, fast 20 Sekunden nach oder noch länger. Naja, ich finde aber 20 Sekunden geht noch bei dem Damage, den die drücken. Wenn du einen Gewehtiger oder so, wenn aber so ein Gewehtiger einen Heavy richtig trifft oder so, kann er den mal eben Half-Life kloppen mit einem Schuss. Und lacht sich einen ins Fäustchen. Und bitte wählen Sie Ihr Panzer aus. Ja. Du kannst halt auch Glück haben. Reden und währenddessen ein Match suchen. Das geht, das funktioniert. Das haben wir schon ausprobiert. Wirst du auch nicht gebannt für? Stell dir vor. Candy, congratulations.
Wir haben ja bloß eine Artillerie bei uns im Team. Der Gegner auch. Das ist meistens balanced. Ah, okay. Die Gegner haben zwei Heavies, wir haben zwei Heavies. Die Gegner haben drei Lights, wir haben drei Lights. Die Gegner haben drei TDs, vier TDs, wir haben auch vier TDs. Mit dem Unterschied, dass wir ein TD haben, dass wir ein 5er TD mehr haben und die einen 3er TD mehr, dafür haben die einen Mittel mehr als wir. Den PZ4H. Ist also alles irgendwo noch so halbwegs balanced. Ja, was sie nicht balancen können, ist halt das Skill der Spieler, die dahinter stehen, ne? Du kannst, Ja, können tun sie das an für sich halt schon, aber das ist halt denen, denke ich mal, auch zu aufwendig. Siehst du doch an dem Balance-Patch, den sie jetzt bringen wollen für die Radpanzer und für den Object 34U und so. Die haben das schon alles im Supertest drin, auch mit den neuen Zubehören und so. Und die haben auch schon Feedback bekommen und sowas alles und hätten das schon lange alles patchen können. Aber sie tun halt nicht, weil sie halt einfach sagen, okay, wir machen jetzt einen großen Patch, wo wir dann halt einfach alles patchen. Und danach am besten nie wieder. Nein. Ich weiß, das wird sich rächen, aber ich fahr mal hier weg. Was hast du gesagt, bei dem Panzer immer so schräg vorm Gegner hinstellen oder was? Yes. Du stehst aber gerade ziemlich scheiße eigentlich. Na klar, ich werde dir sehen, ist klar. Geht denn sowas, ey? Alter Junge, weißt du, er blockt mich, dieser KV-1. Und den kriege ich erstmal von der Artillerie einen Schuss ab. Ja. Ich sag ja, da wo du stehst, ist nicht besonders schlau. Ich meine, du siehst es nicht, aber die Stuck ist halt einfach ein bisschen stupid und der KV ist eine Tomate. Mach niemals das, was die Tomaten machen. Grundregel 1 im BOT. Wie gesagt, ich weiß, du siehst es nicht, aber... Was spielt Charlie jetzt für einen? Warum steht er so weit hinten? Ein Jagdpanzer oder was? Ich werde nicht gesehen. Nein, er muss keinen Jagdpanzer spielen, um so weit hinten zu stehen. Er steht auch ein bisschen offen, was halt auch ein bisschen stupid ist. Er soll sich eigentlich auch lieber zum PZ3J bewegen. Aber wenn er da nicht gespottet wird, weil die keine hohe Aufklärreichweite haben und er da von offenem Feld aus locker schießen kann, kann er es tun. Und offensichtlich kann er das. Ja, der PZ3J wurde jetzt gespottet. Ich bin mal gespannt, wann unsere Artillerie wieder schießt. Oha. Fuck. Charlie, hätte der Schuss nicht ein bisschen näher kommen können. Da ist nur ein Pixel, hat er rausgeguckt. Das war total lucky. 2 Sekunden her, ich will noch leben. Das war ein Pixel-Shot. Ist mir egal. Und mir das kannst du auch Mini-Pixel-Shots machen. Wenn du so gut aimen kannst und RNG einfach absolut on your side ist, mach es. Das war pures Glück von wegen gut aimen. Einfach pures Glück war das. Ach, da sind sie ja auch schon. Scheiße, ey. Oh, die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Da kommt ein Steward.
Der traut sich nicht rüber beim Bay. Ja, weil er dann tot ist. Hinter dir, Charlie, umdrehen, Stuck, zeig dir gerade den Arsch hinter dir. Ja, daneben. Jetzt ist der Stuart hier. Und das ist halt der Vorteil von so Light Tanks, die können halt schneller fahren als du. Oha. Ja. Stop. Nicht weiterfahren. Marder kommt. Oh oh. Und klatsch. Ja, zu viele. Da haben die Jagdpanzer wirklich mal Jagd gemacht. Ja. Ich hab noch alles gegeben. Zwei auf der Uhr. Besser als das gesamte Team. Ich verstehe sowieso nicht, warum die Jagdpanzer heißen, wenn deren Aufgabe... Warum heißen die Heckenschützenpanzer? KHN Theta TV. Willkommen. Hallo. Ah, ja. Teamwertung war von dir not bad. Bist der Zweitbeste. Ich bin der Zweitbeste. Hättest du mich gerettet, wäre ich vielleicht so noch der Beste geworden. Ja, hättest du dich nicht gewastet? So musst du das mal sehen. Schmeißt einfach sein... Ich hab mich nicht gewastet. Konnte ich doch nichts dafür, wenn die mir die Kette abschießen. Banane, wählen Panzer aus! Ja, ey. Wir wollen Anwählt-Tournament spielen! Lieber so lange Zeit lassen. Zeit ist Geld. Die hat man im WoT nicht. Jetzt wird das was. Ich habe ein gutes Gefühl. An für sich waren die Runden gerade auch nicht schlecht. Ich meine, für Banane sind sie halt nicht so gut, weil er nicht die EP einfährt, die wir einfahren. Weil he must better play. Und nicht den Tomaten hinterherfahren. Das kommt aber erst, wenn man Erfahrung hat, ne? Wenn man... Ich spiele das Spiel seit 2 Tagen. Digga, da bist du noch kein Unicum. Schämst du dich eigentlich nicht? Üb nicht so viel Druck aus, du vergaulst ihn noch. Ich bin ein strenger Lehrer. Fahr einfach mit uns mit. Dann. Auch wenn du dann vielleicht immer noch nicht so gut bist wie wir, aber du hast auf jeden Fall höhere Überlebenschancen, wenn du mit uns mitfährst. Entweder mit Charlie oder mit mir. Und dann guck einfach, was Charlie macht oder was ich mache. Mach uns das einfach nach. Wenn du platzt, dann fahr auch in die Feuerlinie und platz hinterher. Das ist jetzt nicht unbedingt. Also wenn ich einfach rein inte und einfach rein YOLO, machst du das auch. Ja, manchmal bringt das was. In ganz wenig, in so 10% der Gefechte bringt das was. In 10? Vielleicht? Du meinst 0,010. Ich habe glaube ich noch nie ein Gefecht gehabt, wo ein Stupid Light einfach die Gegner rein... Doch, ein Gefecht hatte ich mal. Wo ein Stupid Light einfach dumm in die Gegner reingefahren ist, alles gespottet hat und dann dabei gestorben ist. Also, und ich habe jetzt schon fast 2000. So, wollen wir das jetzt prozentual aufrechnen, wie viel Prozent das jetzt wären von allen Gefechten, wo das passiert? Huch, da kann ich gar nicht durchfahren. Ich dachte, da machst du mal kaputt, das Haus. Warum? Warum willst du mal Sachen kaputt machen? Hast du keinen Respekt vor den Leuten, die da wohnen, oder was? Nee. Also noch Charlie hinterher. Es ist Krieg. Big Mac, bann den weg. Ja. Und ich bleib nur ein bisschen weiter hinter mir. Ich stelle mich jetzt hier in den Busch und lass meine Scherenfernrohr angehen, damit ich mehr spotten kann. Also bleib so ein bisschen hinter mir und ich werde schon getroffen. Ach, der Spotter da unten. Ich auch, hä? Ja, der spottet uns, der. Fahr zurück, das ist wichtig. Ja, hab ich.
stehe jetzt wieder hinterm Busch. Ich hab das nicht gereilt, dass ich schon gesehen wurde. Ich hab hier keine. Ey, wie kann der mich sehen? Wie geht sowas? Kein Mensch hat mich aufgedeckt, aber. Naja. Ihr wisst, Alter, neben euch steht ja einfach eine Stuck und ihr schnallt die gar nicht. Wo steht uns neben uns eine Stuck? Da steht eine Stuck. Die war noch nie offen. Da stehen immer TDs. Das ist normal. Hier stehen unsere TDs normalerweise. Und da stehen die. Ich wurde aber von T28 angeschossen. Ein Panzer 4H und Skoda. Ich bin eh down. Die komplette rechte Flanke war komplett lost, weil hier hätten eigentlich TDs stehen müssen von uns. Hier unten Spotter und hier TDs. Da. Da, überall sollten TDs stehen. Hier, überall. Da. Naja. Das ist so üblich, damit der Spotter, der hier nämlich steht, soll die hier drüben spotten. Und TDs, die dann da stehen, knallen die hier drüben stehen, dann weg. Genauso machen die das auf der Gegnerseite. Die Luis, das dann halt hello, willkommen. Mit anderen Worten, die TDs stehen eigentlich fast nebeneinander. Und die Lights auch hier. Das ist halt eine sehr tricky Situation. Es gibt hier aber auf beiden Seiten sowohl ein Busch für den Light, wo er eigentlich ziemlich gut stehen kann, und nicht gespottet wird. Er darf halt nur nicht schießen. Ihr kennt noch einen anderen Vierer, wenn ihr euch das Elend nicht weiter angucken wollt. Wie öffnet man die Karte? Karte öffnen, das kann nur Arti. Was? Das geht nur, wenn du Arti bist, die Karte so von oben sehen. Oder sonst nur Minimap. Sonst nur die rechts unten die Minimap, genau. Die kann man größer machen, wenn man möchte. Irgendwie. Nee, die kann man nicht größer machen. Doch. Da gibt es einen Shortcut für. Warte. Ich guck mal. Ich glaube, da gibt es World of Tanks mäßig sogar Shortcuts für. Steuerung. Minikarte vergrößern, das ist Gleichzeichen und verkleinern, das Minuszeichen. Mit M kann man sie. Gleich und Minus. Und mit M kannst du ein- und ausblenden. Ja, mit M, das weiß ich, aber funktioniert bei mir nicht. Ich krieg so Gleich und Minus, wie ich will, funktioniert nicht. Numpad geht auch nicht. Nee. Zumindest stehst du in den Einstellungen drinne. Bei mir funktioniert, hat's auch nicht funktioniert. Die Runde war jetzt richtig scheiße. Egal. Neuer Versuch. Warte mal. Ja, aber ich muss, wartet mal kurz. Wartung. Boah, bin ich froh, wenn du 5er hast, Alter. 5er ist schon angenehmer, finde ich. Wir alle drei haben 0 Damage gemacht. Die ganze rechte Flanke war halt komplett lost. Wir waren nicht nur lost, wir waren oberlost. Auch wenn die Crews sondern wir sind eigentlich schon auf der Grille gezogen, ne? Ja, sind sie. Egal, ihr juckelt da jetzt trotzdem mal mit. Valera, hallo. Ja, dauert noch. Ja, 1, 2, 3 Games, die gewinnen, wenn die gut laufen, wenn wir die gewinnen, dann sogar schon in 2 Games oder 3. Hat nicht nur was mit dem Gewinn zu tun, sondern auch mit deiner Eigenleistung. Du kannst auch im Gefecht gewinnen und genauso viele Punkte machen, wie du jetzt gerade geholt hast. Oder sogar noch weniger. Wenn du halt einfach ultra bad spielst.
Du wirst nicht dafür belohnt, dass deine Mates gut sind, sondern du wirst dafür belohnt, wenn du gut spielst. Das hat ausnahmsweise Wargaming schon ganz gut gemacht. Das würde es halt einfach insane 4 Punkte gebracht haben, bis dann irgendwelche Leute angefangen haben zu bocken. Ja gut. Was? Bist du das? Mir solltest du nicht folgen. Ja, wir sind orange. Mates grün. Teammates. Also Teammates grün. Mates orange. Gegner rot. Fährt hier überhaupt jeder mit uns mit? Okay. Churchill bleibt da stehen, na super. Also zu zweit fahren wir jetzt hier die Seite nicht lang. Wollte schon mal in die Richtung fahren. Weil wir bloß Tier 4 sind. Aber wenn du auf mich schießt, dann kannst du ruhig da alleine lang fahren. Viel Spaß noch. Oh, da kommt einer. Kommt der nächste. Kommen da bestimmt nicht durch, aber probieren müssen wir, ne? Ja, fahr mal vor, Adi, so. Ja, die 2 trifft nicht mal auf der Entfernung. Da sich mal wieder keiner über die rechte Flanke gekümmert hat. GG. Wir könnten hier Hilfe gebrauchen, Mr. Arti. Ja, ich muss zurückfahren, glaube ich. Oh oh. Ist die Seite schon verloren? Ja, die war von Anfang an verloren, weil da keiner hingefahren ist. Guck doch, was da alles durchkommt auf dem Minimap. Da war halt ein Panzer und ich als Arti. Ich stehe aber gleich hinter dir. Das glaube ich gleich vorbei. Nevermind. Ist halt 2 Heavies und kommst nicht durch. Mason Damen, hello, welcome. Dann fragt man sich halt, was unsere Leute da drüben zu suchen haben, ne? Bereit, ich bin bereit. Oh nein, von hinten bin ich nicht bereit.
Und da kommt ein Lux. Dreh, 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 du kannst es schaffen. Dreh, 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 Ziel. Daneben. Was machst du da, du Vollidiot? Der macht sich mehr Schaden als bei dir. Mach's doch, bring's doch zu Ende, du Hast Vollidiot. Hast du noch nicht nachgeladen? Gibt's ja wohl gar nicht. Nee, weil die Crew eigentlich schon auf dem T5er drauf ist. Ach so. Alle ein bisschen underrated. Die ja nicht so oft atmen. Also. Das hat man gesehen. Gibt bestimmt bessere Artis, gibt aber bestimmt auch schlechtere. Because schlechtere gibt es immer. Aber dafür, dass ich nicht mal eine Goldmunition verschossen habe oder Premium-Munition, bin ich gar nicht so schlecht. Das ging aber schnell. Kannst mal sehen. So, mein Vorschlag wäre jetzt hier rechte Seite einfach durchpushen. Wenn wir da zu dritt durchfahren, dann müsste doch alles niederzuschnetzeln sein, was uns da entgegenkommt. Das sind auch bloß Vierer. Oder was sagt ihr? Wo bin ich noch muted? Hört mich keiner. Nee, ich wollte euch beide gerade gar nicht hören. Ich war concentrated auf Chat. Dann fahre ich da alleine lang. Und schnitzeln die dich weg. Ja, wenn ich da als einziges einfahre, ja. Welches denn könnte ich da eigentlich auch hinfahren, weil ich habe nicht so die ganze Depression, aber ich habe halt keinen Bock auf T28. Durch Mathilda. Kombi knallt nämlich. T28 schießt die Kette, die Mathilda knallt sich mit 2-3 Schüssen aus dem Leben. Fahr die jetzt einfach wieder her, hinterher. Fuck, daneben. Hier ist Doppelbusch. Dann arbeiten wir damit. Eins. Angeschossen. Von PZB2. Realistisch als Fakt. Ich sehe nur seine Capola, aber er kann mich treffen, ja, nee, ist da. Er schießt durch den Boden. Schon wieder von ihm getroffen. Nein, von der Suhseite. Du musst auch deine Augen ein bisschen auf der Minimap haben, mein Freund.
appena graffiati. Li abbiamo danneggiati. Lol. Als ob. Und da deckt dann halt mal wieder niemand den Rücken. Jetzt mal meinen Radio Man wieder heil machen. Zerlegt er den Hetzer praktisch solo und wird dann von hinten zerlegt, weil meine Mates zu dumm sind, eine Flanke zu decken. Guck mal, da ist halt niemand. Guck dir das an, die fahren hier alle komplett durch wie die Geisteskranken. Ich kann auf Minimap auch so Pfeile machen. Könnt ihr das auch? Nee. Ich kann jetzt STRG gedrückt halten, kann einen Map marken, hält dann gedrückt. Sagt dann so hier, wie zum Beispiel da. Ja, ich kann nicht, das kann ich auch hier. Dann macht er so, da wollen die Gegner hin oder so, dann auch da zieht er. Das ist neu, das kommt man nur in das Fall noch nicht so lange, glaube ich. What a Bob Team! Sie haben Charlie eine Kette abgeschossen. Er steckt fest. Mhm. Weiter geht's. Ich bin jetzt Charlie seine Crew. Au. Oh. Hast du den Pfeifen gehört, Charlie? Der hat doch getroffen. Ja, aber der hat so richtig komisch gepfiffen, so. Was hat denn der geschossen, dass das so klingt? Hier ist mal wenigstens Arti safe. Da komme ich nicht ran. Der Motor ein Aussetzer. Motor abgeraucht. Ob das sich noch lohnt zu reparieren? Ich würde den Spot wechseln, legit. Weil halt der TD schon nur auf dich wartet, dass du da greedy wirst und rausguckst. Siehst du? Du bist halt absolut low. Ich würde in die zweite Reihe fahren und von dort aus versuchen, noch ein bisschen was zu reißen. Fahr dahin, wo der Zef ist, hinter dir. Und der von der Seite. An den habe ich nun nicht mehr gedacht. Ich dachte aber auch eigentlich, legit, der Valentine hat sich mit dem Zef rumgekümmert, aber offensichtlich können wir dieses Gefecht verlassen. Aber wir haben auch ein richtiges Pop-Team gehabt, Alter. Wie kann man denn eine komplette Flanke offen lassen? Wie dumm muss man denn sein? Ich hab einen Kill. Ich hab meine Schuldigkeit getan. Ich habe den Jagdpanzer ordentlich zugesetzt und sehr viel, sehr oft gekettet. Und dann wurde ich hinterrücks ermordet. Oh, ich hätte noch einen Zweier. Da hätte ich glaube ich auch noch einen, ja? Braucht ihr noch einen Zweier, denn? Ich sowieso nicht, wenn dann er. Ein Zweier.
Was hat denn der für Sichtweite? Was können wir da nehmen? Das ist wirklich echt schön, wenn man ausprobieren würde. Warte mal, erstmal Crew. So, Fähigkeiten und Vorteile. Da wirst du bei allen Waffenbrüder oder was? Was? Ich kann jetzt bei dem Kampfpanzer Stufe 2, die haben alle 100%. Waffenbrüder haben wir. Oder was? Nee, da könnte ich jetzt, also ich habe da noch nichts gemacht. Da könnte ich jetzt alles noch machen. Ja, am besten immer Waffenbrüder. Und danach die anderen Skills. Muss mir erstmal meine. Der andere Panzer ist wieder rausgekommen aus dem Gefecht. Sehr gut, kann ich erstmal gucken. Muss mir mal Module besorgen. Welche Banane mich da zerstört hat. Details. Charlie ist schon wieder knapp über mir, das gibt's nicht. Nee, oh ne, diesmal sogar mit Abstand. Charlie, du Hund. Mir ist besser. Ja, passiert schon mal. Tut mir leid. So, dann, was war das jetzt? Vierer, ne? Sensei, hallo. Willkommen. Ich will nicht Fünfer fahren. Ich mag ja den T28, ne? Aber irgendwann nervt er auch. Deswegen kann ich den jetzt nicht nehmen. Der ist jetzt irgendwie nicht geeignet. Doch jetzt wieder. Komisch. Nun habe ich einen Zweier gerade ausgerüstet. Ja. Macht ihr jetzt mal ready? Ich dachte, wir wollen Zweier fahren. Extra ausgerüstet alles. Quatsch, er muss doch seinen Fünfer kriegen mal. Ja. Das hat er denn doch in 5 Jahren noch nicht. Ich brauch den Fünfer. Ich hab da einen Ausdruck für. Hochsterben. Anstatt hochleveln, hochsterben. Pedro 266, der ist deutsch. Und der ist eine größere Banane als unsere Banane. Nee, der ist keine Banane, der ist eine Tomate. Oh, Alter, der ist mal so richtig Tomato. Oh, Alter, der Lux. Den Lux, den kannst du ja nicht an. Der Lux ist New Player. 0K-Gefechte. Das ist seine erste Tierreihe. Und jemand hat ihm erzählt, die Lights sind einfach. Ich finde Leid nicht einfach, aber okay. Das war auch nicht ernst gemeint. Wenn du sagst, das ist deine erste Tierreihe, dann muss er ja die Info von irgendjemandem haben, dass es einfach ist. Mit Lux. Ja, Lux ist halt schon ein geiler Panzer, ne? Wenn du weißt, mit ihm umzugehen, ist er richtig lustig. Also ich habe den tatsächlich auch noch. Einfach, weil das so ein richtig funny Panzer ist. Ich fand ja den T50 total cool damals. Ist ja genauso wie hier mit dem T28. Ich finde den auch einen ziemlich lustigen Panzer und deswegen habe ich den noch. Ach, der hat bloß eine gute Feuerrate, mehr nicht. Der T28? Mhm. Ja, aber diese Feuerrate macht es halt schon bei mir aus. Ansonsten ist das halt ein besserer Tock, weißt du, so lang wie der ist. Yogia Wehr, willkommen. Schon gereicht, um den ersten schon fast voll zu machen. Außerdem ist das mal ein Russe mit ein bisschen Munition. Das ist ungewohnt. Die meisten Russen haben keine Munition. Wo guckst du da hin? Weg? Nee, eine, hier, eine Banane. Ich hab hier. Oder einfach nach links, da ist Map-Rand, da kommt niemand. Den Lago ist spottet. Da ist jemand, guck. Das ist ein Lux. Abpraller.
Nein, den hätte ich aber treffen können. Du kannst ja nicht durchs Haus schießen, oder? Nee. Ach, ich verlasse mich immer darauf, dass ich eine Lampe habe. Habe ich aber gar nicht. Hab ihn. Sehr gut. Und ich habe den Aufklärungsschaden gekriegt. Da kommen wir nicht ran. Die kommen bald rechts hinter uns. Der ist tot. Da ist noch einer. Down. Natürlich ist er down, hat nichts zu melden und jetzt pressen wir vor! Angriff! Spielt das Wort von Gondor! Du kannst doch YOLO sagen. Nee, Horn von Gondor ist cooler wie YOLO. Das Horn von Gondor war schon immer cooler wie YOLO. Nice. Boom, boom. Boom, boom, boom. Springen euch alle um. Von dem M. Fragt nach den Lux. Ein fahrender Lux ist aber auch schwer zu treffen. Völlig so leid. Boah, ey, Schaden. Erstmal. Von den da hinten. Ah, Gold, richtige Goldflöffe. Der ist kaputt. Richtiger Gold. Formierer. Ja, wo sind sie denn? Wo ist denn der letzte? Trotzdem, immer diese Gold-Buckies. Wo ist die Arti? Ist das safe irgendwo hinter den Goldbüschen? Da ab. Hat sich Tino nicht ersäuft hat. Boom, boom, boom. Ich bring euch alle um. Joa, Nick Nork, hello, welcome. 2 Kills, über 400 Damage, das ist gut. So, Charlie, wollen wir mal gucken, was du gerissen hast? Ich war useless. Warst du useless? I feel useless. Tatsächlich, du warst wirklich useless. Du warst fast so useless wie der Nooblux. Alter. Charlie, wieso hast du dich richtig gehen lassen, was? Ich wollte mal, dass du besser bist und nicht so
Schlecht. Aber mit so einem Abstand, ich war schon öfter besser wie du, übertreib jetzt nicht. Ich erinnere nur an die Progetto-Runden, hä? Also, wo das ändert die. Ich brauche jetzt 13.500 Sterne. Ja, dann, du, grob in 4-5 Stunden ist dunkel. Kannst welche suchen? Nee, dann kann ich auf jeden Fall den anderen 20, also den T5 nehmen. Hat was denn immer noch nicht? Warte mal, erforschen. Ich hab jetzt auf dem, den ich jetzt hab, warte mal, nee, hä? Hallo, ey. Erforschen. Du brauchst ja diese. Hä? Hä? Was hä? Ja, du brauchst ja diese vollen Sterne. Hä? Vollen Sterne? Also da sind halt, also allgemein Sterne, so. Ich hab jetzt 2613. Was für vollen Sterne? Es gibt nur, was für vollen Sterne? Es gibt ja, EP und es gibt freie EP. Silber ist normale EP. Und so goldene Sterne, so orange-goldene ist freie EP. Ja. Nee, ich meine EP. Ja, freie EP fährst du auch mit Gold. Die brauchst du sowieso nicht. Wir sind noch nur eine Runde Vierer. Anscheinend noch eine Menge Runde 4. Ja, 13.000 brauchst du eine Weile. Ja, also wenn er jetzt nicht gleich eine Glanzrunde hinlegt und dann mit einmal irgendwie noch einen Premium-Account hat und Booster an und allen Pipapo und eine richtig krass gute Runde hinlegt mit 13.000 EP oder so. Also ich habe schon Runden gehabt, da habe ich 20.000 EP gefahren. In einer Runde. Also machbar ist es schon. Aber jeder hat so seine Time-to-Shine-Momente, ne? Mhm. Die Frage ist, wann unsere Banane mal darauf ausrutscht. Mhm. Die letzte Runde sah ja schon mal auf jeden Fall vielversprechender aus wie die davor. Mal gucken, ob er das Niveau halten kann. Valentinus Amorus. Das ist ein Mistkicker, nicht 40 HP mehr. Ja, das ist jetzt die große Frage. Na, Johnny? Was? Wieso hat deine kleine Mistkrücke 40 HP mehr? Weil meiner ein Premium-Tank ist. Pay to win meiner und so. Pay to win Premium-Tank. Naja, nicht alle Premiums sind Pay to Win. Manche sind auch einfach Pay to, keine Ahnung, Pay to Scheiße sein. Pay to nimm lieber die Normal-Version. Du willst zu den Büschen hier vorne, ne? Kurz, ja. 3, Kurz. 2, 1, kommt keiner. Na da, der Excelsior. 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 Ich bezahl sie ja. Zu den Bö. Oha. Gettet. Hab einen Hit. Noch einen Hit. Alter, aber wir werden hier voll zerlegt und keiner hilft uns. Ernsthaft?
Mein Chat fragt nach Meinung zu einem T-62. Ich habe da keine Meinung zu, ich kenne den nicht. Ja, der Typ T-430 hat mich den total zerlegt gerade. Ja, weil wir wieder Tomatoes haben, as fuck. Weißt du, da kommen 6 Panzer rüber geschossen oder so und unsere TDs, die gucken nicht mal in unsere Richtung. Guck mal, die Arti halt, die SU-85B. Ich meine, guck mal, die fahren die Line hier, der P26 macht hier gar nichts, ist komplett busted. Das ist ärgerlich. Ich meine, ich habe echt guten Damage gedealt und so, aber das hätte halt nicht sein müssen, dass wir sterben. Mal gucken, der was unser Balotitos Amoros macht. Der macht den Spotter. Die werden echt besser mit uns fahren können dieses Mal. Und Vega hat auch gestorben. Und keiner hätte geholfen. Vor dir, Blindschuss! Blindschuss, vor dir! Der fährt zurück! Siehst du denn nicht die Bäume umfallen? Wärst du mal mit uns mitgefahren? Dann hätten wir unsere Line vielleicht gewonnen mit dir zusammen. Ich hab schon 915 Spot Damage. 938. Ich hab insgesamt over 1000. Kommt in hier. Aber der Lux fährt immer noch Open Field. Sorry, darfst uns nicht immer komplett busted alleine lassen. Das ist kacke. Gerade eben hätten wir dich echt gebrauchen können. Dann hätten wir die flinke Flanke gewinnen können. Mit deiner Hilfe. Nee, ich glaube, ihr hättet da gar nicht hinfahren sollen, wo ihr gesehen habt, dass da keiner mitkommt oder Rückendeckung gibt. Naja, normalerweise musst du da hinfahren. Ja, wenn du. Wenn da nämlich keiner hinfährt, dann wird unsere Flanke nämlich überrannt. Da müssen schon welche stehen, so wir haben das schon richtig gemacht. Ja, bloß du stirbst ziemlich schnell, wenn du keinen Supporter hast, ne? Und. Was ist es denn noch? Ja, was heißt Supporter? Wir haben uns ja gegenseitig, haben wir uns ja gut assistet. Aber das bringt halt nichts, wenn die TDs hinter uns halt einfach schlafen. BZW halt alle Nonsens in der Mitte auf die Lights zielen, weißt du? Sind ja genau die TDs, die sich dann da hinten ins Cap hinstellen und dann so. Ich versuche jetzt einfach einen EBR abzuknallen. Ich könnte da drüben den Heavy abschießen, aber der EBR, den will ich jetzt. Den will ich jetzt. Okay, 2 meiner Mates sind schon tot an den Heavy da hinten. Egal, aber den EBR kriege ich jetzt. Fuck, meine Munition wird so langsam ein bisschen knapp. Jetzt könnte ich vielleicht mal auf den Heavy schießen. Warum macht der Lux denn nichts? Weil die busted sind. Welcome to Tomato Elo. Will wieder Halo Elo fahren. Charlie, da kannst du wenigstens mit deinen Teammates ein bisschen was anfangen. Tja. Die wissen wenigstens, welche Flanke man halten muss. Mensch. Ich bin sauer. Oha, die Arti hat einen wegbombardiert. Warum kommst du eigentlich nie raus? Gäste Number Guys. Ich könnte nur eine Dreier oder sowas fahren. Darf ich erst eine rauchen gehen? Mach das. Okay. Mann, was geht denn hier? Bin gleich wieder da. Charlie? Willkommen back, FG. Schnelle Runde 9er. Meinetwegen. Easy. Ich hab hier den.
Ja. Ein Tomato. Kurt ist da. Kennst du Kurt ist da? Mhm. Jedes Mal, wenn ich den Namen Kurt lese, so muss ich ja mal an den P5-Kurt denken. Jetzt halt mit seinem Fukuhila. You know what I mean? Erinnere ich mich jetzt nicht so. Hat nicht so einen bleibenden... Der Medic Kurt? Hat jetzt nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Schwarzer Fukuhila? Ach, der ist bestimmt schon ein paar Mal gesehen. Safe. Auch sehr aktiv. Dass du den nicht kennst, nur noch mit der Haar. Ich meine, der hatte ungefähr so einen Fame-Hype-Status wie du. Nö, sagt mir nichts. Boah, von wem wurde ich gesehen? EBR hier, der ist ja gerade über die Kuppe gefahren. Ich lade gerade noch. Das ist Problem. Fuß links. Da wurde mal eben links liegen gelassen. Na, hast du verstanden? Lynx liegen gelassen. Lynx liegen gelassen, ja. Lass die Gegner ungeduldig werden. Ach Mist. Meine RNG-Shot gerade hingehen sollte, weiß ich auch nicht. Ich bin halt nicht mehr aufgegangen. Die Mauer ist noch recht eben, also. Oh, da ist er. Gib es nicht. Oh, das ist ein T-54. Ich lade nur 11 Sekunden. Ja, lass ihn mal rumkommen. Und der pickert hier gerade unseren TVP auseinander. Ja, wenn er dann nicht wegfährt, dann ist es. Wenn du da jetzt rausfährst, kriegst du vielleicht von den Titels welche aufs Maul. Die haben ja wirklich legit nur noch die Arti dahinter. Die gespottet wurde, ja. Hö. Freche T44. What? Mhm. Am anderen Ende der Karte. Ja, hier ist 3, ne? Nee,
703-2. Und hier F3 hat er quer über die Karte geschossen und natürlich mich getroffen. Ja, das meine ich nämlich, da sitzen noch TDs. Und da war sie nämlich gerade, die Su-130P. Nur weil sie noch nicht auf der Minimap sind, heißt es noch nicht, dass sie nicht da sind. Wurden nur noch nicht gespottet. Egal. Naja, mal wieder Bastard. Er versucht den 703er rauszunehmen, aber. Nope, sollte nicht so sein. Wieder mal eine schöne Runde Minus. Das geht, ich muss ja nicht genug Damage gedealt haben, um nicht Minus zu machen. Und ich will jetzt aber gleich sagen. Doch, hat Minus gefahren. 33.000 sogar. So, bin wieder da. Welcome back. Ich habe bloß 5.000 Minus gehabt. Also, weil dein Light nicht so teuer ist wahrscheinlich, ne? So, was nehmen wir denn? Den da. Aber so lange dauert das nicht mehr. Jetzt habe ich 3600 EP. Oh ne, eine Falle. Ach, ihr könnt die gar nicht so schlecht. Ja, aber du siehst nicht das, was ich sehe, Charlie. Du siehst nicht das, was ich sehe. Lass dich nicht demotivieren, siehst ja. Nein, nein, unsere Windchance ist 57%. Das sind halt, keine Ahnung. Die meisten sind halt wirklich Tomate. Ja, guck mal auf das Level oder guck mal auf das Tier, dann weißt du warum. Die haben halt noch nicht viel Erfahrung. Naja. 7k Gefechte, Tomate. 35k, okay, der ist wenigstens noch etwas schlechter wie ich. 4k Tomate, 3k Tomate, 9k Tomate, 6k Tomate. Jetzt gehen wir aber auch bei uns ins Team. 1k Gefechte, Tomate, okay. 1k Gefechte, Tomate, okay. 2k Gefechte, Tomate, sollte schon ein bisschen besser sein. Komplett Newbie. Ach, den eigenen getroffen. Einfach mal completely busted. Ich hatte diesen roten Stern schon neben dem Panzer gesehen. Ist mein Vertrauen halt gleich schon minus 9000. Ist der AMX mal checkt, dass der gerade von dem Lux gepusht wird? Er schießt nur nicht mal, der fährt einfach weg. Er ist aber auch schnell. Über 300 Schaden gekriegt.
Partys haben wir ja jetzt auch nicht direkt. Twitcher US, danke für deine 150 T-Fuel. Was? Wie kommt denn der an mich ran? Wie kommt denn der an mich ran? Gibt's ja gar nicht. Die sind halt beide low. Alle von uns raus, ja? Offensichtlich, yes. Jupp. Mal gucken. Charlie, was hat der gemacht? Sieht man nicht. Bananchen hat auch nichts gemacht. Ich habe einen Kill. Okay. Aber wir müssen dringend an eurer KDA arbeiten. So, Garage. Mach mal hier so ein Dreier fahren. New Wayne, Wayne Wayne, kennst du Wayne Wayne? Was, Dreier fahren? Yes. Ich will einen Dreier haben. Okay, dann wartet kurz. Ja, ja. Mal gucken, was die Runde wird. Haben Sie Bock, richtig rein zu eaten? Yes, sir. GG, Xianden. Bitte self-propelled gun. Ja. Das sieht doch schon besser aus. Bessere Quarter. Mit ganz vielen Tomaten. Ganz viele Tomaten. Nicht ganz so viele Tomaten. Züchzug. Ist ja wohl auch von Wayne Train. Oh, mit. Zeit von mir ist halt mal richtig bastelt. Ich glaube, ich klatsche da mal eine andere Kommentare. Du bist bestimmt gleich tot. Ja. Oha. Ich brenne. Tot. Viel zu viele. Au, 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 au. 84 Schaden habe ich gemacht. Ich bin hier runtergefallen. V8.
Fast das gesamte Team ist zum Hügel gefahren. Das Gegnerteam. Ich hatte schon überlegt, über die Insel da zu fahren, aber hätte ich das mal gemacht. Idiot! Weil du hier runterjieten willst, musst du nicht gleich hier runterjieten. Oh, I hate it. Ah, ich habe ihn noch in den Selbstmord getrieben. Kriegt der das ja nicht mit? Was? Ich wollte gerade sagen, kriegt der das gar nicht mit, dass du auf ihn schießt? Er steht da AFK oder was? Hey, El Haluf ist noch ein Sieg geworden. Nice. Das wundert mich doch stark. Im 1000 Credits, naja. Und nun nochmal Vierer. Mentor. Guck gerade mal, ob ich mir einen bei den Japsen hochziehen kann. Fünfer. Theoretisch. Was? Na, ich habe ja diesen Excelsior. Ja, der bringt dich aber gerade nicht weiter. Nee, deswegen. Ich bin halt gerade im Überlegen, ob ich nicht vielleicht gerade mal auf TD wechsle oder so, weil wir halt alle eine Mittel-PZP-Light fahren, auf den Vierer. Wo ist halt nicht mein Lux? Ach, den Lux habe ich gegen Leopard. Stimmt. Weird. Ja, pass mal auf, dann nehmen wir jetzt mal den Lux ohne Besatzung. Den fahren wir jetzt als Vierer einfach mal, weil der lustiger ist. PZ, wo ist denn jetzt der 3? Lux. Lux. Ja. Null, wo ist denn? Ja. Besatzung. Ja, also einmal schicken. Ja, hier gleich verkaufen. Was ist das für ein Tier? Auch Vierer, was du dir da gerade zusammenbaust? Ja, ich komme gerade den Dreier, baue ich mir gerade zum Vierer um. Und da hole ich mir. Genau. Okay. Ich kann ja meine Leute trainieren. Den hier, den habe ich eigentlich schon durch. Den Pass habe ich auch schon durch. Aber dann kann ich mir die Leute noch ein bisschen trainieren.
auch einen Panther M10. Hier auch Panther M10, auch Panther M19. Die andere Crew, die ist ja komplett was, die kann man die werfen nicht weg. Guess the numbers open, guys. Ja, werde ich auch werfen. So. Mein Meister. Achso, wie mache ich das noch das? Virus. Fahren auf Schienen lernen. Und du. Reparatur erstmal. So. Umschulen. Regime. So, Kaserne. In der Kaserne. Bitte nur Deutsche. Dann kann ich gleich noch ein bisschen gucken. Wenn da so alles Schönes kaufen kann. Ja, entlassen, tschüss. Entlassen, tschüss. Und tschüss. Du bleibst. Fehlt noch einer? Glaube nicht. Hab ich mir gerade was gelesen, was ich mir ganz kurz mal gucken muss. Hä? Ich hab zwei Crews für die Scorpion King. Edwin, hello, welcome. Ja. So, dann waren wir sowieso wieder bei Vierer, ne? Müssen wir noch mal ein paar Sachen hier reinknallen. Zack, zack. Und das. Ding. Hopp. By the way, ich habe das Ding doch auf Elite. Ich fahre doch nicht mit Standard-Dingen. Ein 3 cm Granatenlader. Du schießt normal. Ich will den Nate-Loader, Alter. Zack. Zu dem verbesserten Turm. Jupp. Und den. Zack. Guten Motor. Gute Funke. So. Aha. Genau so will ich den nicht haben. Haben wir vielleicht noch ein oder zwei Zubehörteile, die wir vielleicht überhaben für ihn. Schienenfernrohr macht mit ihm nicht so viel Sinn, ist eigentlich für Passivspotten, Tarnnetz auch nicht. Entspiegelte Optik, die macht Sinn. Reingeheatet. Alter, Verbesserungslüftungsklasse 1, ja, einbauen, gerade wenn die reduziert sind. Gib her! Hat das viel einen Ansetzer? Gibt es dafür einen Ansetzer? Nein, es gibt keine Ansetzer. Es gibt keine Ansetzer. Komm, verbesserte. So, jetzt wird reingelünscht. Jetzt wird's lustig. Reingeluchst. Ich hab die Fun Cannon drauf. Ab sofort steht auf der Tagesordnung. Spaß. Wer ist dabei? Hand hoch. Niemand, bist allein. Ich höre da keinerlei Begeisterung von euch.
Ich hätte da jetzt mehr so ein Yay erwartet oder so. Können wir da nochmal dran arbeiten? Also, Hand hoch, wer da Bock drauf? Ihr seid einfach scheiße, wisst ihr das? Ja, einfach scheiße, ne? Ich mit mich jetzt. Ja. Vielleicht ist Entertaining und Leute hochpushen nicht so dein Ding. Dass die sich nicht mitreißen lassen. Doch, eigentlich schon. Nur ihr seid halt einfach weird. Ach so. Weil ihr seid einfach noch kein Lux gefahren, vielleicht liegt's daran. Ihr werdet sehen, warum das ein Spaßpanzer ist. Guckt mich an. Ich bin 99% Spaß. Und 1% tot. I see. Lieber 99% tot. Das glaube ich auch. Gut, ich bin 100% Spaß, 100% tot, aber na und, das interessiert niemanden. Nee, ich fahr dir jetzt diesmal nicht hinterher. Kannst du mir jetzt sowieso nicht mehr hinterher fahren. Doch, fahr ihm mal hinterher. Ja, mit dir. Guck mal, das Riesending stellt sich auch genau in der freien Lücke hin. Damit wird er gesehen, wir sind ja hinter den Büschen noch. Mal, wie weit Lux schon weg ist. Kannst du abzählen, wie lange er noch lebt? 3. Aber hier kommt irgendwie keiner, also. Fahren wir mal woanders hin. Hau ab da, Lux. Das ist nicht gesund. Was du da tust. Wie sieht's denn hier aus mit Spotten? Jawohl. Da verziehst du dich erstmal, wa? Noch ein Spot? Da bist du. Ich hab mich schon gewundert, wo du bist. Aua, ey! Mal da oben, ey! Au, da sind welche, passt auf. Hier. Der Lux eigentlich. Abbiamo un singolo danneggiato. Siamo immobilizzati. Hä? Keiner redet. Irgendwie werde ich hier nur vom PZ4 getroffen. 99% Spaß, ja Mann! Frisst komplettes Artilleriefeuer! Nein, verdammt! Ja, du hast gefressen, volles Artilleriefeuer, ja. Nein, es war keine Artillerie, es war ein Panzer 4H, weil da niemand spottet. Hier spottet mal wieder kein Arsch. So.
Der freut sich bestimmt. Der hat schon 5 Mann auf der Uhr. Der PZ4H? Mhm. Ja. Weil er halt keinen Arsch spottet. Natürlich freut er sich. Der sitzt da hinten auf dem Hügel und denkt sich, yippie, ja, ja, yippie, yippie, ja. Alter, knallt den weg! Guck mal, wie offen der da steht und er wird halt einfach nicht gespottet! Da ist noch einer. KV1. Das ist so und so lost. Du willst dich da noch aufregen. Das ist doch schon wieder komplett busted. Das, sag mal, kaufen wir die Teams auf eBay oder so? Was du dich ärgerst über so eine Sache, einfach die nächsten Panzer nehmen. Das passiert, wenn du dein Team auf Wish bestellst. Ja, so fühle ich mich halt. Ich brauche ein Auslassventil, Charlie, ab und zu. Ab und zu bin ich triggert. Lasst mich Leute meine Tage haben, wo ich triggert bin. Ich hab ein fucking Loch in der Decke. Ich darf triggert sein. Was ist eigentlich ein T60? Ich hab noch ein T60. Warte. Forschung. Das ist. Soweit kenne ich die jetzt auch nicht. Das sind eine Reihe vom Jagdpanzer, sehe ich gerade. Keine Ahnung von der Lava. Weißt du, wovon er redet? Ich glaube Amis, ne? Nee. Russen oder nicht? T ist auch Russe. Ja. Oder ist Amis auch T? Die Amis sind nicht T. G2 sehe ich gerade. Amis ist M, wusste ich doch. Ja, okay, außer T6 Mini und T1 Heavy, aber. Die Ausnahmen. Lass mal Tier 2 spielen. Eine Runde. Hab ich nicht. Falls ihr noch einen habt. Oder warte. 2. Was? Muss ich gucken. Ist nicht so einfach, da jetzt einen zu finden. Da habe ich noch einen Goldpanzer. Goldpanzer. Ja, ich auch. Ja, in dem Tier bist du halt nicht. In dem Tier hast du halt nichts, ne? Weil du da schon längst durch bist. Ja, zwar ja, wenn du Load hier dann aber auch eher so 3, 4, 5, 5, 5, 4, 5 ist ganz nice. Aber Hauptsache so, ja, da wir sagen beide halt so, ja, da haben wir noch eine, da haben wir noch ein Premium und dann loggen wir ein und beide haben ja 35. Ja, das ist der einzigste, den ich in dem Tierlevel hab. Ja, aber sonst auch kein 2. Doch, oder? Nee. Ich dachte gerade den Sexton, aber Sexton ist 3. Das ist eine Arti. Sexton ist eine Arti. Ja, ich weiß, aber hier keine Besatzung. Weil ich keinen Bock hatte, so viel Kohle damals für. Ich hatte da nicht die Kohle über, um für den Sexton so viel springen zu lassen. Und wieso bin ich schon wieder auf 2,8? Ich war mal auf 3 Millionen. Achso, ich habe ja gerade Kohle ausgegeben, stimmt ja. Ein Lux gefittet. Du hast wieder vergessen, was du ausgegeben hast. Das ist, ist doch bei Frauen im Kaufrausch so, ne? Die vergessen dann noch, was man. Nee, die also, Teile waren halt im Angebot gerade. Die waren 50% reduziert. Dann dachte ich mir, komm, gib ihn. Und dann kaufst du für so einen nutzlosen Lux irgendwelche Zubehörteile, die man für Gold wieder ausbauen muss. Wo ist der Lux denn bitte schön nutzlos, Alter? Na, den fährst du doch nie wieder nach unserer Tour hier. Ich hab auch den Leopard, den ich ab und zu noch fahre. Wie gesagt, das sind für mich Spaßpanzer. Wenn ich halt so richtig, wenn ich halt so auf den Hike hier so richtig, richtig scheiß Runden die ganze Zeit fahre, fahre ich einfach mal ein paar Runden zum Entspannen. Sowas wie den Lux oder den Leopard. Ich mach den aus. Wenn ich auf Hike hier keine Erfolge hab, dann mache ich aus. Dann reicht mir das. Aber mir hat sich irgendwie der Ehrgeiz nicht rentiert. Weil danach fahre ich wieder richtig krass gut rum.
Na denn, mal gucken, was wir hier reißen können. Sympathie oder was er auch immer sagt. Und mir sagt er, los geht's. Ich hab auf die Landessprache. Alle Stimmen deutsch, weiblich. Bei mir sind alles weibliche deutsche Stimmen. Ich hab auf die Landessprache gestellt. Die Italiener, die fluchen auch immer so lustig. Sibiamoci. Ah, weiß ich schon, aber ich wollte halt überall deutsch haben. Boah, daneben. Die Japaner sind eigentlich auch lustig. Ich treffe den nicht, das gibt's doch gar nicht. Alter, wer schiebt mich denn hier? Idiot. Bin hinter dir. Wo schießt der hin, ey? Noch einer. Der WT2. Er schießt auf ihn. Ja, da komme ich nicht hin. Die Tomate, ihr kriegt überhaupt nichts mit, ey. Das ist eben das Schöne, auf die Tomaten schießen sie nicht, da schießen sie gleich auf dich. Der Hügel ist auch lost, so wie wir das sehen. Eieiei. Oh, alles Autolauder. Jupp. Sowas hat mich auch zerpflückt. Ja, weil die halt so dumm sind, um Split-Push zu machen. Ja, ich bin erstmal raus, ich muss erstmal vorhanden. Gerade ist er, glaube ich, schon live und ich habe fest, dass er ein Missbrauch hat. Er ist offensichtlich zu inkompetent, um selbst sinnvolle Sachen zu machen. Und in dem Spiel musst du halt sinnvolle Sachen machen. Dementsprechend bin ich erstmal raus, dann komme ich später in meinem Video. Jo. Okay, viel Spaß noch. Bis später, Jungs. Tschüss. Nicht zu viel hinten, ja? Und mir auch erstmal offline. Oh. Die Basis wird erobert.
Ja, wenn du Glück hast, schaffst du das noch. Bevor die alle runterkommen. 12 Sekunden. Versteck dich hinterm Haus irgendwo. Dass sie dich nicht gleich sehen. 3 Sekunden. 1 Sekunde. Jo. Ich hab wenigstens einen abgeschossen. War nicht total nutzlos. Na denn, war für dich auch das letzte Match, sagst du? Jo. Okay. Dann rein. Schönen Abend noch. Jo, ne? Jo, gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao. Okay, Chat. Novi Alone. You can't buy fire tears. GG Mason Dumb.
Welcome back, FG. Okay, maybe here on this side, not so much tanks are present. Ja klar, auf mich schießt er. Okay, next match. Let's try Artie. Kack du Kack, willkommen, hallo. Grab this code, everyone. In cryptocurrency.
Hey, wake up. Damien, willkommen. Thanks for the follow. Jetzt. Ja, 435. That's a yes. That was close. Two versus five. This match is almost over. Natürlich. Always lost. Berlin.
Offizierenden. Congratulations. Wen werde ich denn hier gesehen? Ogetto? Okay. Klar, auch noch. Nehmen wir.
58 Hit Points left. So we may not staying life alone time. Free Crypto, claim the code. Kilometers per hour. Okay, I think we lose this. One last match. Or maybe two. We try to go with the 4000 base experience. You feel so much older under your favorite.
time, gonna make it fade. Your heart is gonna shine and you're gonna make us proud. Send a little light, gonna shine for you. Things will be alright, gonna get you through. Search for a silver lining on this cloud. Amnesia. What? Das war ja Killer. In dem Moment fährt er zurück. Dankeschön.
gewonnen. Hey. Okay, let me close the predictions. Yes, yes. No, no. Good luck, everyone. Congrats to the winners. That's it for today. Thanks for watching. Thanks for the follows. Thanks for the donations. I'll be here tomorrow. And stay awesome. And please wait, I await somebody.